erste Kilo auf der Hand und die Hand ist bereit. So, dann würde ich auch mal sagen, willkommen zurück zum Team mit Enjoy Open. Ihr seht gerade die 93er B-Flights. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal vor. Ich bin Nikolai, auch Powerlifter, war bis jetzt in der 74er, gehe jetzt gerade hoch zu 83er. Genau, ich sitze hier mit Julia. Genau, also ich bin Julia, ich mache auch Powerlifting, ich bin in der bis 69er und ja, ich würde sagen, bin mal gespannt, was hier heute so passiert. So, erster Versuch haben wir durch. Felix. Sah sehr easy aus. So, 13:0 gültig. Muss, glaube ich, mal da hinten gucken, nur wegen den Lichtern, ne? Die sehen wir, glaube ich, hier irgendwo. Es geht weiter mit Paul Preuß, 150 Kilogramm. Genau, für euch zur Info, wir hatten ja eigentlich rechts so ein Bildschirm, aber der ist gerade ausgefallen. Deswegen müssen wir da hinten mal gucken. Wir haben noch einen zweiten Bildschirm auf der anderen Seite des Raums. So, ansonsten zur Atmosphäre. Ich bin schon ein, zwei Stündchen hier. Es sieht wirklich geil aus. Also, sie haben es echt krass hinbekommen. Ja, definitiv. Mit den Lichtern, hier ist alles dunkel und nur auf der Bühne sind Bildschirme. Nicht Bildschirme, sondern Lichter. Es sieht wirklich krass aus. So, jetzt haben wir auch unsere Bildschirme wieder und sehen, was hier abgeht. So, im nächsten Versuch sollte gleich Paul kommen mit 150 Kilo. Eingewogen mit 92,3. Gut, und die Hand ist bereit. So, Handel ist beladen. Auf geht's, Paul. Und der erste Versuch für Paul. Die Halle ist auch wirklich echt gut voll. Also ich bin, wie gesagt, schon seit einer Stunde oder so hier. Ich bin jetzt das allererste Mal nach vorne durchgekommen, weil es war komplett voll. Ich war ganz hinten und konnte nicht nach vorne kommen. Ich habe vorhin auch gar nichts gesehen. Der Versuch ist gut. 13:0. Sehr schön. So, auch 13:0 gültig. Solide Opener, würde ich sagen. Ja. Als nächstes kommt der Samir, auch mit 150 Kilo. Solide Opener auch hier wichtig, weil ich gehe mal davon aus, dass von vielen Leuten der erste Wettkampf sein wird. Vermutlich auch, ja. Da sollte man auf jeden Fall für seinen ersten Wettkampf eher konservativ reingehen, anstatt direkt im Opener einen Grinder zu machen, sondern allerersten Versuch. So, 150 Kilo sind immer noch drauf. Wir warten auf Samir. So, ich sehe gerade, mir fällt auf, wir sehen auch den Live-Chat. Also wir sehen euch auch, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, schreibt es gerne in den Stream rein. Ich sehe gerade, der Samir ist erst 17 Jahre alt. Ja, das ist krass. Und hat vorher Halbmarathon gemacht. Das könnte ich nicht. So. Guter Wechsel. Ja, auch der Versuch, sehr einfach. Super leicht. Und 13:0, sehr guter Versuch. Er wollte gerade nochmal ein SPD-Tutorial von mir haben auf Wärmbereich. Konntest du es ihm gut erklären? Ja. Er hatte das Problem, er hat L-Sleeves, habe ich glaube ich gerade gesehen, und er hat die nicht vernünftig hochbekommen. Ich so, what? Wie? Du wiegst... Was wiegt er? 86 Kilo. Ja. So, im Leben nicht. Ich komme in XS rein mit nicht so vielen Problemen. Und er hat es einfach nicht geschafft. Ich so, Alter, deine Technik musst du verändern. Das ist doch nicht so schwer. So, ja, jetzt kommt der Manuel mit 155. Die Musik ist auch so am Ballern hier. Also, so laut. Wie gesagt, die Atmosphäre ist einfach krass hier. Definitiv. So. Ja, auch super easy. Jawohl. Schöner Opener und 13:0 gültig. Sehr schön. Bis jetzt alle. Wollte ich auch gerade sagen. Alle schöne Opener. Sehr gut. So, da kam gerade die Frage: Gibt es etwas für den Gewinnenden? Pokale auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ich würde mich jetzt nicht zu 100% drauf verlassen, aber die Relativsieger kriegen, glaube ich,
500 Euro oder so und einen Jahresvorrat an Rain. Okay. Also, Preise, die man hier holen kann, sind auf jeden Fall big. Ja, Isoclear gibt's auch. Ich sehe es da hinten schon stehen. Stimmt, wir haben hier so viele Packungen von Isoclear und so Stuff. So, also auf jeden Fall gut aufgebaut Daniel. Hier. 157,5. Auch. Total leicht. Sehr gut. Jawohl. 13 Uhr gut, Daniel. So wollen wir das sehen. Jetzt geht weiter mit Tobias Arz. 160 Kilogramm bitte auf die Ampel. So, jetzt erhöht auf 160 Kilo für Tobias. Und der Arz ist bereit, Tobias. Macht auch erst seit Juni 22 Powerlifting. Er hat auf jeden Fall reingeschrieben in den Notizen hier, dass er auf jeden Fall nur vorhat, Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist für die meisten echt wichtig, weil ja, an irgendwelchen Zahlen sich festzuklammern auf dem Wettkampf, vor allem an den ersten, ist echt nicht das Beste. Man sollte wirklich die ersten Wettkämpfe immer nur nutzen, um unglaublich viel Spaß zu haben einfach und zu merken, wie geil dieser Sport ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch allgemein, wenn man jetzt nicht unbedingt Kaderniveau macht, ja, sollte man halt immer Spaß haben. Eben. Wobei dir macht es bestimmt auch immer noch Spaß, oder? Ja, unglaublich. Also ich finde, es gibt nichts Geileres als Wettkämpfe. Also wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, einen Wettkampf mitzumachen, auf jeden Fall. Gebt sofort hin. Wartet auch nicht irgendwie. Nehmt euch den nächstbesten Wettkampf und sammelt erstmal Erfahrung. Richtig. Also das ist viel wichtiger als irgendwas anderes. Ja, und dafür sind halt solche Wettkämpfe unbezahlbar. Ganz genau. Da ist die Stimmung einfach richtig geil. Eben so ein Wettkampf wie den hier, mit der Stimmung, die wir gerade haben und der Atmosphäre, ist einfach eines der geilsten Dinge, die es gibt. Richtig cool. So, jetzt haben wir den Fabian mit 170 Kilo. Auch. Super leicht. So, kommt gerade die Frage, oder habe ich schon länger gesehen, wann kommt Finlay dran? Falls du Finlay Winter meinst, 105er, der ist in dem nächsten Flight. Das heißt, er wird wahrscheinlich so in einer plus minus halben Stunde rauskommen, ja, schätze ich mal. Ja. Sowas um den Dreh. Die Leute wollen Finlay sehen, da bin ich ja mal gespannt, was der Finlay macht. Ich weiß nicht, wie viele Finlays es hier gibt, aber soweit ich weiß, ist ein Finlay bei mir im gleichen Hotel. Ich glaube, der Name kommt nicht ganz so häufig vor. Ja, würde ich auch mal sagen. Vielleicht der gleiche Finlay. Wird die Höhe vom Rack auch verstellt oder sind alle zufällig gleich groß? Also die Höhe der Racks gibst du immer am Anfang an. So jetzt gerade siehst du ja auch, wie die Höhe des Racks gerade verstellt. Aber da es die gleiche Klasse ist, ist es relativ oft so, dass die meisten Leute genau die gleiche Rackhöhe haben. Ja. Dementsprechend wird da nicht so oft was verstellt. Ist die Frage, wann kommt Fabian Voigt? Der Fabian ist der Nächste. Nee, er ist jetzt gerade. Oh. Sehen wir gerade. Da ist der Fabian. Fabian Voigt mit 170 Kilo. 92,4 eingewogen. Gute Klasse ausgefüllt. Ja. Der war schon ein bisschen schwerer als der andere. Ja, glaube ich, der erste Versuch, der jetzt ein bisschen schwerer wäre als die anderen, aber trotzdem halt immer noch ein relativ guter Einzel-Opener. Einfach nur im Vergleich, weil die anderen einfach sehr einfach waren. Kann er das Mikro eigentlich wegnehmen? Wäre, glaube ich, entspannt.
Na, so ist doch super. Ja, das ist eindeutig besser. Ja. Perfekt. Das ist der Jonas Jäger. Da ist gerade die Frage, wann Jonas kommt. Vielleicht meinen sie Jonas Jäger, vielleicht ja. auch Jonas Schneider. Wir haben zwei Jonas. Jetzt auf jeden Fall zwei hintereinander direkt. So, auf jeden Fall erstmal 185 Kilo für Jonas Jäger. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht sein erster Wettkampf ist. Den habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Ja, mir oh ja, ich sehe gerade. Bekannt vor. Ah, der mit dem breiten Stand. Da habe ich auch noch in Erinnerung dran. Das ist halt echt sehr, sehr breit. Ja, was sagen das wir ist, zu ich, tiefer breiter auch. Als mein 3 zu 0. Sumo-Stand. 3 zu 0. Ich glaube, falls ich mich richtig erinnere, ist es der Typ, der letztes Jahr beim Bending Bars, glaube ich, kein Opener gültig bekommen hat und deswegen leider gebombt ist. Oh no. Weißt du noch, woran es lag? An Tiefe? Ja, ja, Tiefe, genau. Das ist halt auch echt immer das Schwierige. Wenn man so ultra breit steht, ist es halt auch echt schwierig, wenn du nicht die Ultra-Mobility hast in der Hüfte, Tiefe zu erreichen. Das macht nicht so viel Spaß. Aber du stehst auch relativ breit bei der Beuge, oder? Geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mega breit stehe. Sagen wir mal Max oder Pius, wenn du weißt, wie die stehen. Das ist halt, die stehen auch das ist halt breit, krass. Ja. Ja, deutsche Sean Noriega. Ja, ganz genau. Also, der steht ja auch einfach übertrieben breit. Aber er hat auch echt gute Mobility. So. So, Max Mosner mit 195 Kilo. Jetzt haben wir drei für... Nee, irgendwas stimmt mit unserer Anzeige. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas spinnt hier gerade, weil wir schon bei 192 Kilo, obwohl das... Oder gibt es zwei 93er Flights? Wir wissen es nicht. Also zwei auf jeden Fall. Später gibt es nämlich ja, noch genau. den A-Flight heute Abend. Genau. Aber jetzt gerade eine Flight. So ab 5 oder so kommt er. Ja, der sah auch gut aus. Was sagen wir zu Tiefe? Ja, doch. Ja, schon rechts. Was, das erste rote Licht heute? Ja. Oder in dem Flight zumindest? Bei uns war es bisher das erste rote. Ja. So, jetzt haben wir noch den Jonas Schneider. Ja. 215 Kilo. Das ist halt auch ein richtig großer Abstand so vom Das ist echt großer Gap. Kann man mal machen. Also auch er hat hier als Ziel angegeben, Erfahrung sammeln und Zeit mit den anderen genießen. Wie gesagt, das ist das, was ich jeden für den Anfang predige. Auf jeden Fall. Also Spaß am Wettkampf ist so viel wert. Ja. Die waren auch ja. gut. Sehr, sehr die sahen auch schön aus. Ja. Sind doch bestimmt auch drei Weiße. So? Ja, wieder von rechts. Da kam gerade die Frage, wie viel Uhr kommen die 66er und 74er? Soweit ich weiß, morgen früh, oder? Ja. Genau, morgen früh um 8 Uhr. Ich glaube, da würden die 74er sich auf jeden Fall mal freuen, wenn da mal paar mehr Leute da sind. Weil ich kenne das als 74er, du bist immer morgens irgendwie dran. Ja. Kein Schwein guckt zu, keiner hat Bock, so früh aufzustehen. Das war bei der letzten DM bei mir auch. Ich war um 8 Uhr dran, da war gefühlt niemand. Ja, eben. Vor allem Freitagmorgens. Die meisten halt noch arbeiten, keiner irgendwie da. So. Wenn man jetzt zu so einer Zeit ist oder halt in der Primetime, wahrscheinlich heute Abend, wo geisteskrank voll sein wird. Ja. Ich denke mal, es werden auch noch ein paar mehr kommen und die Halle ist schon komplett voll. Weiß ich auch noch nicht, wo die alle hinpassen sollen. Quetschen sich alle zusammen. Ja. So. Eh bei jedem Powerlifting-Wettkampf. So, jetzt Felix Schünemann. 147,5. 12,5 Kilo Sprung. Ich glaube, in der Range auch schon echt gut. Das ist ja auf jeden Fall. Fast 10%. Das ist schon krass. Bin ich mal gespannt. Macht er die so leicht wie den Opener? Ja, auch noch leicht. War ein sehr kontrollierter auf jeden Fall. Und stark 13-0. Wieder ein 12,5 Kilo Sprung.
Guck mal, das ziehen die durch. Ich sehe hier nur, außer beim Fabian, der macht einen 10 Kilo Sprung. Copy and paste. Ja, aber wenn man halt so überlegt, von 135 12 Kilo sind halt nochmal was anderes als von 170 auf 182,5. Ne? Das stimmt, schon, ja. Also in dem Bereich da unten sind schon echt viel und ein echt hoher Sprung, ich meine. Definitiv. Ich mache meistens so 12,5 Kilo Sprünge und ich öffne mit 230, 240, also das heißt, das ist schon viel. Ja, gerade in der Range hast recht. Das ist ja so ungefähr meine Beuge. Ich spring 5 Kilo maximal. Naja, eben. Jetzt haben wir den Paul, 162. So, nochmal Rackhöhe geändert. Ja. Da seht ihr es gerade. Was ist die nächste Gewichtsklasse? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also jetzt gerade sind die 93er dran, falls du meinst, welche nächste Gewichtsklasse als nächstes kommt. Das sind die 105er, die nach dieser Beuge, wenn die 93er alle durch sind, kommen. 105 Kilo. So, jetzt erstmal Paul, 162,5. Auch sehr passender Zweitversuch. Sieht man gerade ein bisschen das Publikum. Oder hat man eben gesehen. Ja. Hat man ein Gefühl dafür, wie voll es hier ist. Ja. Also den View wahrscheinlich, den ihr gerade gesehen habt, ist genau den wir sehen. Das Handy oder die Kamera, die direkt vor mir ist, dieses Publikum aufnimmt, ist direkt mehr oder weniger in meinem Gesicht. So, was gibt es da jetzt für Probleme? Gute Frage, vielleicht Höhe. So, jetzt kommt der Samir. Hat 62,5, das Gewicht ist geblieben. Klassischer 12,5 Kilo Sprung. Ja. Auch 13-0. Chillig. Bei dem besten View auf vorne haben wir leider nicht, weil die Scheibenstecker irgendwie die ganze Zeit davor stehen. Deswegen wählen wir auch nur das, was im Livestream ist. Aber ich finde halt auch immer die erste Beuge, ne, die ist halt immer super wichtig. Also bei mir, wenn die nicht läuft, dann bin ich irgendwie raus. Ja, sitzen. Eben, da geht auch einfach kompletter Selbstvertrauen weg, wenn ja. du deinen ersten Open nicht reinbekommst. Deswegen, also es gibt nichts Wichtigeres, als seine erste Wolke reinzubekommen. Ja. Versuche immer gut wählen. So, ja. Jetzt der Manuel. 167,5 Kilo. Die sahen tief aus von dem, was ich hier gesehen habe. Ja. Aber ja, Kampfrichter sehen es auch so. 13-0, war klar. Sehr schön. Schöner Versuch. Sein Coach geht erst seit September 2021 ins Gym.
Noch nicht so lange. Das ist krass. Wie lange machst du den Sport schon? Boah. Ich bin schon gefühlt ein Urgestein von dem, was Powerlifting-Karrieren angeht. Ey. Meistens sind ja schon nach 2 Jahren ausgebrannt. Boah, 4 Jahre oder so. Krass. Ja, oder ja, 3, 4 Jahre, irgendwie sowas. Wie lange bist du schon dabei? Seit 2018 hatte ich, glaube ich, meinen ersten Wettkampf. Ah, krass, sogar länger als ich. Aber irgendwie nicht so erfolgreich wie du. Irgendwas mache ich falsch. Sehr schöner Versuch von Tobias. Sieht aber auch sehr jung aus. Hier steht kein Alter, aber... Müssen wir ihn vielleicht später mal fragen. Ja. Dann haben wir gleich eine Pause. Rennen wir hinterher. Tobias, wie alt bist du eigentlich? Hat ja auch reingeschrieben, bin mit 85 Kilo sowieso in der falschen Gewichtsklasse. Ja, ey. Ja. Machst du? Falls er wirklich so jung ist, ey, der hat ja Zeit. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Fabian mit 180. Der erste 10-Kilo-Sprung. Ja. Er bricht das Muster. Irgendeinen wird es immer geben. Oh, oh, oh. Boah, und auch der erste, der fällt. Schade. Nach vorne weggekippt, wenn ich es richtig ja, sehe. Ja. Der ärgert sich auch hin. Wird wahrscheinlich, also alles andere als wiederholen, wäre jetzt nicht unbedingt das Schlauste. Also erhöhen würde ich da auch nicht. Hat er irgendwas geschrieben von Zielen? Fabian. Oh, guck mal, der ist erst 18. Ja, krass. Auch so ein extrem junger. Mit 17 hat er 180 Kilo schon 3-mal gebeugt, also müsste er das doch jetzt eigentlich hinbekommen. Ja, krass. Er arbeitet auf der Baustelle. Von daher, das ist hart, da noch irgendwie das Training vernünftig reinzubekommen. Okay. Wenn du es schaffst, ey, größten Respekt. Jetzt also mehr Fabian mit 182,5. Da habe ich von hier jetzt nicht so gut sehen können, aber... Aber 13-0. Sehr schön. Tobi ist 19. Liebe Grüße, der stolze große Bruder. Oh. Ey, aber geil, wenn die Familie zuguckt. Ja, das ist nochmal Motivation. Schön. Das hat mein Bruder gemacht bei den letzten 2 Wettkämpfen. Der ist überall hingefahren, obwohl ja, ich immer ultra früh morgens dran war. Fand ich dann echt schön. Auf jeden Fall die Halle auf jeden Fall noch ein bisschen voller dann. Ja. So, Pino Klatsch mit dem 100. gewohnten 12,5 Kilo Sprung in der Klasse. Das muss so. Das müssen wir uns merken für Zukunft. Und auch der muss so. Super. Der war super easy. Richtig schnell ja, oben. Gucken, ob wir da nochmal einen 10 oder 12,5 Kilo Sprung sehen. Also. Wären auf jeden Fall drin, von dem, was ich gesehen habe. Ja. So, jetzt Jonas Jäger mit 200 Kilo. Schöne Zahl. Sieht zwar hässlich aus, weil es eine grüne Scheibe ist, aber... Ja, aber so die Zahl an sich ist wirklich schön. Das auf jeden Fall. Richtig schön glatt. So, kriegt das Schellen hin. Die sehen wir gerne. Ja, definitiv. Hat angegeben, dass er bei der DM 2022 190 gebeugt hat. Von daher wäre das auf jeden Fall jetzt ein Competition-Bier. Ja. 15 Kilo Sprung auch gemacht vom zweiten, vom ersten. Oh, das sah sehr, sehr super leicht easy aus. Sehen wir, was Kampfgewicht sagt? Ja, ey, 13-0 gültig. Krass. Naja, also da hat er auch gut Progress gemacht, der Gute. Wundert sich da irgendwie? Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, er wusste gar nicht, was auf der Stange ist. Hat wahrscheinlich auch von Coach einfach angeben lassen. So, ey, leg drauf, ich beug's die weg. Hat geklappt. Aber der Stand ist halt echt ultra breit, ne? Ja. Krass.
So, jetzt haben wir den Jonas Schneider mit 225. So, mal die ersten vier roten Platten hier. Die sind schön. Das sieht auch richtig geil auf der Scheibe aus. Das sind halt auch immer so diese Meilensteine, die man erreichen will. Ja, immer die nächste rote Platte einfach. Das ist immer das geilste Gefühl, was es gibt, wenn man die erreicht. Egal, wie lange man drauf hinarbeitet. Sehr kurzer Workout, nur der steht echt weit vorne dran. Ich glaube, wenn man ein bisschen nach vorne fällt, ist er direkt im Rack drin. Sicherheit und so. Aber sehr easy drin. Der war oben. Und auch 13-0 gültig. Sehr, sehr schön. Bisher hatten wir nur einen gefällten Versuch. Ja. Da bin ich gespannt, ob er den nochmal im dritten machen kann, weil nach vorne fallen, das kann man ja nochmal mit einem guten Pass dann retten. Ja. So, jetzt Max Mosler mit 205. Zwar keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie nochmal reduziert wird vom Gewicht, weil es immer noch ein Zweitversuch ist, aber das hatten wir gerade, glaube ich. Flight C? Das, nee, das ist irgendwie der einzige. Egal, der Bock geht jetzt weg und fertig. Ja, wir nehmen das jetzt einfach so hin. 10 Kilo Sprung von seinem Opener. Das ist schon krass, die springen alle 10 oder 12,5 Kilo. Ja. Aber auch von der Range von 130 Kilo hoch bis 225. Alle 10 oder 12 Kilo. Da haben die Stecker auf jeden Fall Spaß. Beat auf jeden Fall ein guter Zweitversuch. Definitiv und auch. Ah, nee. Oh. Tiefe? Ja, wahrscheinlich Tiefe. Guck mal, nochmal in der Wiederholung jetzt sehen. Wiederholt aber wahrscheinlich auch. Ja, also im dritten kann er die auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, sah knapp. Wirklich knapp aus. Aber die kriegt er im dritten auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen schief mit der Hüfte gewesen, deswegen auch nur von einer Seite weiß bekommen. Ein Stückchen tiefer die drin. Von der Kraft her war es ja auch echt okay noch. Kraft ist das Gegenteil. So, jetzt Felix schon nochmal 155 Kilo. Der erste Drittversuch. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich einen schönen Grinder mal sehen. Ja, der ist hyped. Hatten wir heute noch keinen, ne? Also. Nee. Oh, hier ist gerade eine Frage, wie das mit den Farben bei ungültigen Versuchen ist. Ich bin dir ehrlich, ich kenne die nicht alle auswendig. Ich glaube, blau ist Abwehrsbewegung. Ja, genau, oder alles irgendwie in die Richtung. Hey, es gibt extrem viele Sachen, was irgendwie. Oh. Ja. Da hätten wir fast einen Grinder gehabt. Ja. Ja, also rot ist auf jeden Fall immer ungültig. Ich glaube, gelb ist, wenn die Spotter eingreifen, und blau alles mit Abwärtsbewegung. Aber dann gibt es halt auch noch, wenn dein Fuß sich bewegt hat. Ja, oder genau. Also gibt es ganz, ganz viele Szenarien. Das kann man im Regelwerk nachlesen. Genau. Ich glaube, Kampfrichter haben da auch immer eine Liste mit dabei liegen, dass sie dann die richtige Karte zücken. Ja. Das sind ja auch alle ausgebildete Kampfrichter hier. Soweit ich weiß, auch alle Kampfrichter von BVDK hier. Ich glaube auch. Ich meine, das war Voraussetzung. Ja, genau. Also Kampfrichterqualität hier auf jeden Fall auch gegeben. Die wissen schon, was sie tun. Soll ja auch alles angefasst sein. So, jetzt Paul mit 170 Kilo. Ja, und Stimmung wird jetzt auch langsam ein bisschen besser, immer zu den Drittversuchen hin. Musik rastet gerade komplett aus. Ich wollte gerade sagen, ich höre dich kaum noch. So, da kommt er, der Paul. Fast nach vorne gefallen, aber hey, sah immer noch echt gut aus. Und auch 3-0 gültig. Sehr, sehr schön. Nice. Ja. 3 gültig in der Beuge, ist schon mal guter Wettkampfeinstieg. Auf jeden Fall guter Start, so wünscht man sich. Wir erhöhen nochmal um 2,5 Kilo, das ist ein 10 Kilo Sprung für den Samir.
Ey, die Musik, dieser Bass hier. Ich spüre selbst durch den Stuhl, worauf es jetzt ey, alles präferiert. So, Samir 172,5 Kilo im dritten Versuch. Kurz ein bisschen schwerer, aber richtig gut rausgeholt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da wäre auch wieder ein 12,5 Kilo Sprung gegangen. Und er freut sich. Nice. So, da sind wir gerade die Wiederholung. Ja, sah immer noch echt gut aus. Ja, schöner Trittversuch auf jeden Fall. Frage von Gina, kommentiert Pascal heute noch? Maybe später die 105er. Soweit ich weiß, 105er machen Mike und Maxi, glaube ich. Ich bin mir nicht so mal in der Liste gucken. Wir können es gleich nachgucken für euch. Ich habe vorhin mit Pascal noch geredet. Soweit ich weiß, macht er morgen früh die Flights. Also 66er, 74er und minus 120 und offene. Wir finden es auf jeden Fall in der Pause raus. Ja. Jetzt haben wir den Daniel mit 175. Schade. Ich dachte erst, die kriegt er gut. Ja. Dann doch irgendwie Sticking Point schneller gekommen, als ich dachte. Ja, 175 sehen auch einfach schön aus. Ja, wie gesagt, immer die nächsten roten. Einfach geil. So, Mario, der hat es bereit. Jetzt bummert sie aber richtig. Ey, ja, Gina schreibt doch gerade, der Bass kommt selbst zu Hause an. Also, ey, ich kann es echt glauben. Wenn man einen Fernseher hat oder so, der auch nochmal echt einen Bassboost hat. Schau. Das knallt. So. Und. Ja, endlich mal ein schöner schön. Grinder. Ja. Der hat durchgegrindet. Richtig, richtig. Dafür gut. Kriegt er denn auch. Komm. Nein. Warum? Absignal. Er ist zu früh reingerannt. Scheiße. Nein. Das tut ist immer so ärgerlich. Das wäre so ein schöner Drittversuch gewesen. Oh, ey, der war so schön durchgegrindet, ne? Ja. Mann. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ey, auf die niemals warten. Zu früh freuen und reinrennen. Ey, es gibt wenige Sachen, die schmerzhafter sind, als wenn du einen Versuch schaffst. Aber das passiert einem einmal. Das passiert nur einmal, glaube ich. Ey, wie ist das? Der Schmerz, der sitzt. Oh Mann. So, 180 Kilo für Fabian Wohlt. Wohlt. Ja, die hat er im zweiten Versuch ja nicht geschafft. Ja, genau, wiederholt den. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt... Ich glaube, es war tiefer, oder? Nee, er ist nach vorne weggekippt. Ah. Ja, diesmal, ui. Hat aber, glaube ich, auch ein bisschen tiefer gekettet. Ja, doch, aber trotzdem, 2-1. Reicht. Gültig. Reicht. Sehr schön. Wir ja, bleiben auf 180 Kilogramm für Tobias Arndt. 180 Kilo bleiben drauf. Bias. Für den, glaube ich, leichtesten der gesamten Klasse mit 85 Kilo. Nur 2 Kilo über der anderen Klasse. Da hätte er sich überlegen können, in welche er geht, aber. Aber für den ersten Wettkampf egal. Sowieso. Hauptsache, man startet irgendwo, erstmal hingehen, gar nicht auf irgendwie Gewicht achten oder sowas. Die Halle hype, auch dabei. Alle Leute am Klatschen. Das ist so geil, geil hier. Let's go, Tobi. Ja. Ja. Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Nikolai will Grinder sehen. Ja! Wenn irgendeiner meinen Grinder übertoppen kann, ey. Weißt du noch, wie lang dein Grinder ging? Boah. Also auf jeden Fall
7 bis 10 Sekunden oder so. Der war schon eklig. Das ist dann irgendwann auch nur noch reine Willensstärke. Ey, ehrlich, du musst einfach drin bleiben, so. Nicht aufgeben, so lange durchziehen, bis einfach entweder du stirbst oder du grindest die halt hoch. Siehst aus danach, als wärst du von einem Auto überfahren worden. Aber ey, wenn der Versuch gültig ist, ist er gültig. Alles andere ist egal. Das ist richtig. Wir haben jetzt den Fabian mit 190. Schön. Es ging nochmal Richtung Grind. 185 waren angepeilt. Die hat er übertroffen. 5 Kilo mehr, nice. Das ist cool. Bisherige PRs. Bei der Beuge lag der bei 175. Ja. Dann hat er gut draufgepackt. So, gerade noch die Frage, wann wir eigentlich einwiegen für die Klassen. Es sind immer 2 Stunden vorher. Genau. Das heißt, wann haben wir angefangen? 13 Uhr oder 13.30 Uhr? Ich glaube, ab 11 ging die Waage los. Genau. Da gab es auch nochmal einen guten Nackenklatscher. Oh ja. Das sieht schön auf der Kamera aus. Ey, wir haben auch ein geisteskrankes Kamerateam mit total sehr krassem Equipment. Also die. Oh, komm, komm, komm! Schön. Ja! Genau so! Drin bleiben und einfach durchziehen. Hat er und gut, der ist 13-0 gültig. Verdient. Ja, aber die Organisation hier vom Wettkampf ist schon sehr, sehr geil. So, jetzt Max Mosler. Da gibt es noch Riechsalz. Oh ja. Wiederholt 205, weil er im zweiten leider nicht reinbekommen hat. Da hat die Tiefe nicht gepasst. Ja. So, jetzt eine Schelle und dann ab. Das geht aber härter. Das geht härter. Also Schellen will ich so sehen, dass die Hand noch 2 Tage später da zu sehen ist. Alles andere ist keine Schelle. Ja, du gibst doch gerne Schellen. Oder? Oh ja. Kannst ja gleich mal hinterrennen und denen zeigen, wie das geht. So, 205 Kilo Max. Let's go. Wie beugt der jetzt? Ich habe vorhin gelesen, er will nur beim Nachnamen genannt werden. Das ist der Mosler. Der Mosler. Der Mosler. Ja, Tiefe war besser. Komm, 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 bleib drin. Ja. Ja. Sehr schön. Und? Gültig! Sehr gut. So wollen wir das sehen. Weiter geht's mit Jonas Müller, 210 Kilogramm. Bitte auf den. So, 210 Kilo für Jonas Jäger. 20 Kilo, Pierre. Das ist schon saftig. 210 Kilogramm. Jonas Jäger, Barcelona! 22 ist der Gute. Ja. Trainiert auch gerade mal seit, ja, nicht mal 2 Jahren. 2010 auch schon Ansage. Also am Anfang kann man halt schon noch mal gut Fortschritt machen. Ja. So, jetzt wieder mit dem extrem breiten Stand. Ja. Ey, das ist halt. Ich glaube, ich stehe nicht mal so breit beim Sumo-Heben. Easy! Das war ein Opener, Mann! Was ist das? Streng dich warm, easy, Mann! 3-0. Was zur Hölle? Oh. Ah, guck mal, wird hier von der Jacqueline und der Mara betreut. So, und jetzt den letzten Drittversuch. Der 93er B-Flight. 230 Kilo. 32. Das sind nur rote und eine süße kleine schwarze. Let's go. Und für die letzten Versuche stehen nochmal alle auf. Ja, das der letzte wichtig. Und schwerste Versuch. Dass man die Leute richtig hochhalten. Oh ja, oh ja. Komm!
schade. Ja, der war leider zu schwer. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen Spannung verloren. Ein bisschen gewackelt. Schade. Wir haben es eh schon erwähnt, es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns in den Stories markiert, ihr postet Team Benchplay und Rising Powerlifter. So, und wir springen gleich zu den 105ern. Ich glaube, so 2-3 Minuten Pause, bin mir nicht zu 100% sicher. Ja. Ja, die Scheibenstecker brauchen halt auch mal ein bisschen Abkühlung, ne? Wenn ihr den ganzen Tag da seid, Scheiben steckt, und die machen das auch schnell. Das ist schon anstrengend. Da ist auch wieder der Schmiedi am Start, ja. Also ey, Schmiedi ist bei jedem einzelnen Wettkampf, der überhaupt existiert, am Start. Also der macht das halt aber auch ultra gut. Ey. Das hat dann alles Hand und Fuß, der weiß genau, was er tut. Koordiniert auch alles. Das ist der Scheibenstecker. Wenn Schmiedi da ist, kann es nur gut werden. So. So, ja, aber wir sehen gerade so ein bisschen was Pause, ein bisschen was zum Abkühlen jetzt. Sehr gut. Können wir mal gucken, was bei YouTube im Chat abgeht. Frage ist Bjarne auch dabei. Bjarne startet nicht. Momentchen kurz. Bjarne startet nicht. Bjarne ist ja auch Teil des deutschen Nationalteams, BVDK. Dementsprechend dürfte er auch gar nicht starten. Aber Bjarne ist mit mir im Hotelzimmer. Mal synchron mit den Athleten. Ja, der weiß halt, was er tut, ne? All I know is this. My crew don't step. All I know is this. My boys gon' rap. My crew don't step. 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 Sehen schon wieder bereit aus. Kampfrichter sind auch schon wieder alle am Start. Da wird noch kurz was gesnackt und ein Rain getrunken. Das Bild ist jetzt auch wieder zurück. Sehr gut. So, für eure Infos, gerade waren die 93er, jetzt kommt die Klasse der 105 Kilo Männer. Und starten wir die Klasse Jan Ballfuß mit 145 Kilo. Im Livestream werden du und Bjarne gerade als Dreampaar bezeichnet. Safe. Die Cuties. So. 145. Na. Ja, auch vom Team Benchboy. Ja, also Team Benchboy wahrscheinlich auch die größten. Team Benchboy natürlich auch Ausrichter gewesen. Von daher liegt es nahe.
Ja, super schneller Erstversuch. Huh. Da ist auch einer drin, der hat sich mit 96,4 Kilo eingewogen in der 105er. Der hat auch noch ein bisschen Puffer. So, jetzt haben wir den Christian Grünewald. 155 Kilo. Auch von Team Benchboy? Selbst klar. Und ist Mathe- und Chemielehrer. Lehrer? Kann man sich gar nicht vorstellen. Wer weiß, vielleicht sind ja ein paar von seinen Schülern hier. Grüße an die an der Stelle. Ja, easy. Ja, easy. Super easy. Du machst seit 2 Jahren schon Powerlifting und ist der 2. Wettkampf. Bisheriger PA bei 175. Bin ich mal gespannt, ob er. Ah, damit hat er geopen. Nee, 155. Anderer Christian. So, bin ich gespannt, ob der Christian Grünewald den heute nochmal macht oder übertrifft. Ja, 20 Kilo in dem Bereich. Auch nicht so wenig. Mal sehen. Aber machbar. Das auf jeden Fall. Vor allem, wie die aussahen. Ja. AP 3,5. Vom Team Benchboy. Natürlich. Steht sehr eng, oder? Das sehe ich gerade nicht, aber der war schon ein bisschen langsamer, sage ich mal. Sehen wir es uns nochmal in der Wiederholung an. Wer weiß, vielleicht beugt er immer so. Aber der sah schon ein bisschen was langsamer aus. Ah, oh. Oh, nee, ist nicht so eng, wie ich dachte. Ich habe die Frage, ob Felix Burdorf schon dran ist. Er steht nicht auf der Liste. Wahrscheinlich dann. Sag mir, welche Klasse. Das kann natürlich auch sein. Dann kommt er erst heute Abend dran. Oh, er ist auch groß. Wann ist Ogulchan dran? Ich glaube, der ist auch nicht bei uns. Nee. Vielleicht dann auch später. Ja, auch super leicht. Sehr gut. Selbstverständlich auch gültig. So, die Frage, nach welchen Kriterien wurden die Teilnehmer ausgelost? Soweit ich weiß, wurde, glaube ich, gelost, oder? Ja, ich glaube, da gab es halt eine gewisse Anzahl, wie viele starten dürfen. Ja. Dann musstest du dich halt irgendwie per Mail melden und wenn du Glück hattest, dann wurdest du ausgelost. Auf jeden Fall musste man da, glaube ich, schnell sein, weil die Plätze waren halt super schnell weg. Ja. So, Handel wieder beladen. Diesmal für den Marcel. Macht aber auch erst seit 11 Monaten Powerlifting. Krass. Und 180er Doppner? Wie viele Wettkämpfe? 0 PRs. Süß. Also erster Wettkampf, das ist dann auch immer spannend. Ja. Schön. Genau so wie der erste Wettkampf-Opener sein sollte. Perfekt. Natürlich auch gültig. Oh, guck mal, jetzt kommt der Finlay, nach dem wurde doch vorhin gefragt. Finlay wurde sehr oft gefragt. Finlay Winter, 185 Kilo. Da, komm da. Oh, ist erst 19. Auch vom Team Benchboy und ist Tänzer. Oho. Fangemeinde hier oder was? Kriegst Applaus aus der Menge. Sein Lieblingsspruch ist lieber fett und stark als dünn und schwach. Ja, easy, easy, easy. Wahrscheinlich auch das Motto der meisten Powerlifter.
Powerlifter lieben es halt auch zu essen, ne? Klar. Carbs und Life. Daherkommen, ja. Stühle. Und der Finlay macht danach einen 15-Kilo-Sprung. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt haben wir den Manuel. Fun Fact: Der ist bei mir im Verein. Auf geht's, Manu. Kenn ich, glaube ich, auch. Auch Team Benchboy, wer hätte es gedacht? Ja. Der hatte letztes Jahr auf der LM seinen ersten Wettkampf und das war der, jeder Drittversuch war gefühlt noch ein Opener. Echt, ja, krass. Boah, ja, das sah jetzt ein bisschen anders aus. Ja. Also da war der Wettkampf ja 195, so wie ich gerade sehe. Was ist da los? Ach. Ist schwerer als ich dachte. Vielleicht die Aufregung, vielleicht ist er nervös. Ja, kann ja sein. Gut, wir gehen auf 190 Kilogramm für Lukas Prost. So, Lukas Prost, 190 Kilo. Auch sehr dünn für die Klasse. Mit 96,4 eingebogen. Knapp 9 Kilo unterm Limit. Da hat er noch Puffer. Da muss ich keine Gedanken wegen der Waage machen. Ist auch sein erster Wettkampf. Wird von Friedrich gecoacht. Oh oh. Dementsprechend wurde er auch erstmal wieder zurückgewiesen. Ich glaube, er stand nicht aufrecht genug. Ah. Oder der Daumen, irgendwas von den Sachen. Ja, doch, ich sehe es gerade. Wahrscheinlich Daumen, der nicht drum war ja. Oder ja, okay, die Stange nicht berührt hat. Das sieht gucken, halt aus, jetzt als besser könnte wird. Sie ja, leicht runterrutschen. Ne? Der Head Judge schüttelt auf den Kopf. Den wird der nicht bekommen. Nee. Ah, ja, doch. Jetzt? Waren sie gnädig. Die waren aber. Muss aber auf jeden Fall. Also, ich bin mir zu 100% sicher, dass er das nächste Problem beim nächsten Versuch nochmal bekommen wird. Ja, Headshot will helfen. Ja, das ist halt, wenn man es im Training immer so macht, das ist dann immer schwierig für einen Wettkampf dann was anderes zu machen, weil man da ja eigentlich immer einfach nur was abspielt. Ja. Aber gut, der kriegt es gerade nochmal erklärt. Ja. Friedrich! Kommentieren wir mal nicht weiter. So, jetzt kommen wir zum Mario Charis. Mit 207,5. War was schön Krummes. Hey, meistens haben wir halt immer irgendwie dann 5 oder 0, ne? Ja. Also die Kleinscheiben benutzen hier wenige. Die Zahlen sind dann halt auch einfach krumm. Sowas will man eigentlich immer erst im Dritten. Hallo. So. Ja, ey. Easy. Das war wahrscheinlich noch Warm-up, oder? Gerade so. Easy. Friedrich. Regeln, die es halt einfach nicht gibt. Du? Ich bin kein Judge. Wobei, ich habe auch schon mal gehört, dass der Daumen eigentlich um die Stange sein soll, weil ich mache den auch immer hinten dran. Und da gibt es wohl manche Judges, die es nicht wollen. Ich glaube, das Ding ist halt, der muss hier irgendwie... Am Ende kriege ich sowieso wieder von Friedrich nur auf die Fresse, aber ich glaube, er muss sie berühren oder sowas, aber... Ich äußere mich mal lieber nicht mehr dazu. Leg dich nicht mit Friedrich an. Sonst kriege ich ihn wieder dünn. 220 für den Niklas. Yes. Der letzte Opener und schwerste Opener. Das sind auch 12,5 Kilo vom zweitschwersten weg. Sein Wettkampf Piasen sind 2,30, nur 10 Kilo drunter. Mal sehen, wo wir da heute enden. Och, ja. Der sah wirklich gut aus. Auf jeden Fall kontrolliert. Stabiles Tempo. Sind
trainiert auch Powerlifting erst seit Ende 2021, also erst gerade seit ein bisschen mehr als einem Jahr am Start. Ich finde es halt auch so krass an dem Sport, du hast halt immer noch irgendwo Baustellen, wo du irgendwas ausbauen kannst. Ja. So gerade Beuge, Heben, Bank, gibt es immer irgendwelche Feinschliffe, die man machen kann. Das wird halt auch bis Ende nicht besser, also du wirst immer irgendwas finden, was du besser machen kannst. Man lernt nie aus. Mal wieder ein schöner 12,5 Kilo Sprung von Jan Ballfuß. So, erster Zweitversuch der 105er Klasse. Der ist ja richtig hoch geschossen. Kurz weggeguckt und der war schon vorbei. Nee, natürlich auch. Easy. Da kommt bestimmt nochmal ein 12,5 Kilo Sprung. Ja. Schreibt aber auch, macht Powerlifting nur als Hobby, ist Footballathlet. Großdorf. Ui. Nice. Na, guck mal, im ersten Wettkampf. Frage zu dir aus dem Chat. Hallo, ich bin Julia. Ja, wir haben uns vorhin kurz vorgestellt. Ganz gern nochmal sagen. Ich heiße Julia, ich mache auch Powerlifting in der 69er. Genau. Schreibt doch jemand, Junge, alle wegen Finley hier. Finley ist sehr beliebt. Echt? Wir haben es schon so oft gehört. Ja, hier wird gerade der Friedrich belehrt. Ja, ich weiß nicht, ob man Judge belehren sollte. Also Friedrich ist schon lange genug auch Kampfrichter. Und wir werden hier gerade nach unseren PRs gefragt. Ja, können wir gleich machen in der Pause. Vielleicht. Das können wir gerne tun. Jetzt erstmal 190 Kilo von Marcel. Ja, schön. Ja, super easy. Der geht halt relativ langsam runter, aber ja, halt aber konstantes konstant. Tempo. Jeder versucht sich gleich auch bis jetzt. Von daher. Richtig cool. Ja, dann hauen wir deine PRs raus. Oh, meine PRs liegen bei 157,5, 82,5 im Training, 80 auf dem Wettkampf bei der Bank und 175 beim Heben. Also da ist hoffentlich noch ein bisschen Puffer, weil in der Klasse ist das
seit letztem Jahr ziemlich angestiegen. Ja, mit Mara, ne? Ja, Mara, Sonja, es ist brutal. Gerade auch betreut, Mara hinten. Wieso werde ich hier jetzt gefragt, ob ich ledig bin? Jungs! Ich glaube, das ist eine Frau. Bild sieht weiblich aus. Ja. So, jetzt erstmal 200 Kilo für Jonas. Das ist richtig. 20 Kilo Sprung. Ja, aber doch. Ja, war stabil. Okay, ja, zwei Versuch. War 20 Kilo Sprung schon? Schon Brocken. So. Willst du deine PRs noch kurz raushauen, ja, solange du gebeugt bist? Im Beugen 257,5. 142,5 auf der Bank. Wettkampf im Training habe ich mal 146 vor zwei Monaten oder so gedrückt. Nice. Den Rest machen wir gleich, nachdem Finlay wieder dran war. Ja, hier wird auch schon wieder nach Finlay gefragt. Mehrfach. Finlay auf die 1. Finlay eine große Fanbase hier. Ja, also Finlay, Erwartungen an dich sind hoch. Ja. Sau einfach. Wow. Super easy, 200 Kilo gebeugt. Also er ist auch 19. 2004er Jahrgang. Krass. Für mich ist das immer noch irgendwie. Mein kleiner Bruder ist auch 2004er und denke ich immer so. Bibi. Ja. Das ist so krass, wenn so solche Leute halt auf Fair-Olympic-Wettkämpfen mitmachen und abreißen. So. Wir werden halt einfach alt. Ey, ich fühle mich wie so ein alter Brocken. Was ist passiert? Da will ich jetzt aber was sehen. Jawohl. Ja. Der war einfacher als der erste. Ja? Mhm. Ja, krass. Sehr schön. Ja. Auch die gut können. So, du musst uns noch deinen Heben. Genau, mein Heben. Oh Gott, echt. Mein Trauerspiel Heben. Ich hab mal vor, es müssten glaube ich genau 2 Jahre her sein, habe ich 265 Kilo mal im Training gehoben. Und seitdem nie wieder dran gekommen. So oft probieren, keine Ahnung. Oh Mann. Ja, bei Heben ist halt entweder die Leute lieben's und sind richtig gut drin, oder es ist halt Pain. Bei mir ist es auch immer Pain. Ja, gerade läuft's gerade ganz gut bei mir, von daher mal sehen, was auf der DM geht. Aber ich wollte gerade fragen, ist die DM dein nächster Wettkampf? Ja, genau. Ja, nice. Aber jetzt erstmal Lukas Brost, 205 Kilo, 15 Kilo Sprung zu seinem ersten. 15 Kilo finde ich halt schon krass. Wer weiß, bei den relativ leichten Openern meistens hier. Ja, trotzdem immer noch. Komplett guter Versuch. Richtig, richtig schön. Jetzt wird hier nach welcher Gewichtsklasse gefragt. Jetzt, ich vermute mal, die Frage geht an dich. Ja, wahrscheinlich an mich. Ne? 74er Junioren bis dato. Jetzt mein erstes Jahr aktiven. Dementsprechend werde ich auch jetzt das erste Mal eine Gewichtsklasse wechseln. Das heißt, ich werde bei der DM eine 83er starten. Auch bei weitem höchstwahrscheinlich nicht ausfüllen. Ich wollte gerade fragen, wie läuft der Aufbau? Könnte besser sein. Ich weiß nicht, ich bin jetzt bei 77 Kilo oder so. Also so an den 80 kratzen bei der DM wäre schon ganz cool. Ja, mal sehen. Ich meine, ich bin bei weitem nicht konkurrenzfähig in der Klasse. Wir haben höchstwahrscheinlich mehrere Leute, die über 500 Punkte machen da werden. Und 730 oder so total, das ist crazy. Ja, mein Total waren auf der Europameisterschaft dieses Jahr 660 Kilo, sind halt 70 Kilo Differenz. Aber jetzt Mario Chares mit 220 Kilo. Zweitversuch. Sehr schnell runter. Das mit dem schnellen Runter ist aber immer so ein bisschen gefährlich. Also ich bounce dann schnell mal nach vorne weg. Echt? Das ist richtig böse. Ja, krass. Nee, bei mir, ich lasse mich auch einfach Divebomb runter und irgendwie hochkommen. Also irgendwie. Ja, Hauptsache einfach oben. Runter. Irgendwas passiert schon. Ja, das hat Friedrich gerade nochmal gesagt, wegen dem Daumen um die Stange, richtig, aber ist nicht definiert. Ja.
Das ist das Regelwerk halt auch so ein bisschen schwammig, ne? Ja. Also das habe ich schon öfter gehört. So das ist halt viel Auslegungssache. Manche legen es aus. Genauso wie mit der Bench-Regel der neuen. Die ist so schwammig, so ja, niemand weiß, wie man die irgendwie auslegen soll, judgen soll. Das wird spannend. Also ich bin da echt mal gespannt, wie das wird auf der DM. Ja. Vor allem will da doch niemand Headcoach sein. Ey, echt nicht so. Ihr Kampfrichter sein. Headjudge. Die IPF wissen ja nicht, was sie machen. 232,5 für den Niklas. Das ist schwerster Zweitversuch in der 105er bis jetzt. Oh, da war schon ein leichter Grinder mit ja, drin. Also ein bisschen nach vorne und dann wieder nach hinten gekippt. Ja. Wir sehen, wie der dritte aussehen wird. Aber hier, 13-0 gültig. Ja, ist die Hauptsache. Ja. Kommt zu unserem ersten Drittversuch. 170 Kilo. Ja, und jetzt wird die Musik wieder, richtig dick aufgedreht hier. Stühle vibrieren wieder. Ja. Ey, das macht Bock. Einfach geil hier. Das war kein Drittversuch. Opener! Auf damit! Geil. 25 Kilo zu seinem Opener gesprungen und dann trotzdem immer noch super easy. Ey, krass, Mann. Das ist krank. Was wissen wir bei Jan? Wie viele Wettkämpfe hat er schon? Ich glaube ein, soweit ich vorhin gelesen habe. Heute ist sein erster Wettkampf. Ah, ja, nice. Ja gut, da darf sowas nochmal passieren, aber nächstes Mal wollen wir einen gescheiten Drittversuch. Oh ja, vielleicht spart er sich auch die Kraft zum Heben auf. Kann natürlich auch sein. Wer weiß, was da noch später kommt. Können. Aber der Manu heizt ja auch die Leute an. Oh ja, ey, Manu ist wild. 182,5, Christian. Auf geht's, Herr Lehrer. Ja. Ja. Der sah gut aus. Leichter Grinder. Easy 3-0 gültig. Nice. Wir hatten bisher erst einen gefailten Versuch insgesamt in der Beuge, oder? Vorhin bei den 390ern. Weiß ich gerade gar nicht. Ich hab's. Ey, es geht hier alles so schnell. So, irgendwann verlierst du auch den Überblick. Ja. Könnt ihr mir ja irgendwie im Chat vielleicht mal. Vielleicht habt ihr da einen besseren Überblick, wie viel schon gefailt wurde in der Line. Der Manu wird so heiter sein. Jetzt haben wir den Christian Wilsing mit 200 Kilo. Ey, aber auch einfach ein geiler Song. Drittversuch. Richtig. Hafti immer. Alter, dieser Bass. Komm. Ja. Schön. Das war doch ein schöner Grinder, er freut sich. Nice, Mann. Sehr schön. 200 Kilo, halt auch so ein geiles Ziel für die meisten immer. Ja. Erstmal 200 Kilo beugen, ist ein geiles Gefühl. Ich glaube, das werde ich niemals. Kann ich nicht mitreden. Ey, wer weiß. Nochmal 200 Kilo für den Marcel. Ja. Der Dino schreibt, er spürt den Bass bis zu ihm nach Hause. Dino Nuggets! Ich liebe deinen Namen. Du bist der Richtige. Der Dino, whatever. 200 Kilo. Marcel. Und. Ja, komm. Ja. Schön. Von rechts umgültig bekommen wir trotzdem 2-1 natürlich. Immer noch gültiger Versuch. Boah, ja. Die Musik ist brutal. Ey, wenn man hier auch teilweise irgendwie in der Crowd hinten steht, irgendwie ohne Ohrenpropfen, irgendwann stirbst du einfach.
Ja, wir haben ja noch die Kopfhörer auf. Wir sind ja ein bisschen geschützt. Ey, aber wenn irgendwie Manu oder die Judges hier, ey, du bist kaputt. Die sind nach dem Wochenende wahrscheinlich auch, können nicht mehr reden und hören nichts mehr. Ey, auf gar keinen Fall. Head Judge wird wahrscheinlich auch, ey, jedes einzelne Mal sich die Seele aus dem Leib schreien für die Kommandos. Also das ist schon ein anstrengender Job. Auf jeden Fall. Ja, da wird nochmal die Stange ein bisschen gereinigt oder was geht da? Ja, nochmal ein bisschen Kreide weggemacht. Ja, 210 Kilo für Jonas. Kommt hier mit einer Staubwolke rein. Oh ja. Das ist ein PR. Oh, komm, ja, komm, 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 komm. Oh, schade. Ey, er hat gut gekämpft, aber schade, die waren halt schade, einfach schlecht, leider. Hm. Ein Stückchen zu viel. Ja, ganz 2-7 wären, glaube ich, drin gewesen. Oh, ärgerlich. Auch mit einem schönen Grinder, aber... Ey, schade, machst du nichts. Aber da auch wieder Props an die Spotter. Ja. So, jetzt wieder euer Mann, oder? Der Finley. Heilige Scheiße. So, die Fans stehen direkt bei uns. Oh, der hat nochmal eine schöne Schelle vom Titus bekommen. Na, ey, Titus weiß wenigstens, wie man Schellen geht. Kilo. Let's go. Ja, kommt auch. Ah, schade. Ein Stückchen zu schwer, leider. Schade. Aber schön schnell eingegriffen. Im Chat geht's wieder ab. Finley, woo. Schade, schade. 215 bleiben für Manuel Siebert. Der hat Bock. Wettkampfjahr 195 Kilo, oder? Ja. Ja, 20 Kilo Wettkampfjahr. Das, ey, das ist wild. Das ist halt geil, ne? Komm, 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 bleib drin, der kriegt den! Sehr schön. Das war ein schöner Grinder. Davon will ich mehr sehen. 3-0 gültig. Nice, Mann. Hat er gut gemacht. So, 220 jetzt für Lukas. 220. Kollege, perfekt. So, wird mittlerweile wieder so laut, dass wir uns gegenseitig fast nicht mehr hören. Ja, 220 Kilo für Lukas. Und der beugt jetzt. Macht er. Oh, was war das? Was war das? Ah, es war wieder der mit dem Finger, ne? Ah, ja, ja, stimmt. Genau. Scheiße. Ja, hab ich gesagt, so, das wird knapp, so. Oh, oh, oh. Das wird ja, 15 Sekunden hat er noch. Ja, komm, hype dich nochmal. Das ist halt böse, ist ja, wenn ey, du schon draußen 10 Sekunden. Bist. Er lässt sich auch so viel zu viel decken. Das kriegst du nicht mehr. Nee, ja, nee, Zeit nee, wieder am Laufen. Er hat 5 Sekunden. Das, ja, jetzt. Ah, er weiß auch. Der ist unerfahren. Kann ich dir sagen, was du willst? Er ist unerfahren, weil ja. Sowas passiert dir nicht. Du, weißt, du musst die Zeit im Blick haben. Ihm wird halt sogar zugeschrien, wie schnell die Zeit umgeht, ja. Aber ja, so schade. So eine Minute ist halt echt schnell rum, wenn du nochmal rausgerufen wirst. Die geht super schnell um und da musst du halt drauf achten. Ist halt ärgerlich. Ey, schade, ja. Ey, das ist super ärgerlich, weil wahrscheinlich vom Speed her, so wie die anderen kamen, so, die wären auf jeden Fall drin gewesen.
Ja, da weiß er im Training jetzt zukünftig gucken, dass die Finger dran sind. Ja. Aber jetzt erstmal 235 Kilo für Mario Chavez. Wir fangen an mit Mario Chavez. 235 Kilo. Das ist auch nochmal ein 15-Kilo-Sprung zum Zweitversuch. Wie viele noch in der Klasse jetzt? Das sind die letzten zwei Versuche. 235 Kilo jetzt für Mario und danach nochmal Niklas mit 240 Kilo. Dann haben wir gleich eine Pause. Genau. Der ist hyped. Ach, dann nickt er nochmal. Komm. Ja! Oh, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ich dachte kurz für einen Moment, es gibt sein. Boah, der war hyped! So, jetzt kommen wir zum letzten Versuch in der Kniebeuge. 240 für den Niklas. Versuch dieses Flights. 240 Kilo Bedarf für Niklas Mauer. 2. Lässt sich da auch nochmal schön massieren vorher. Oh ja. Und der letzte Versuch, der letzte Beugeversuch der 105er-Klasse. Auf diesem Flight. 240 Kilogramm. Das hat auch eine schöne Zahl, um das Ganze hier abzurunden. Stimmung ist wieder richtig gut. Oh ja. Musik ist auch wieder am Start. Let's go! Gut. Wieder so. Der macht ja eine Tempo-Kniebeuge. Nein. What? Jeder versucht sie gleich. Nein. Oh, Tiefe. 2 zu 1. So, wir gucken es nochmal in der Wiederholung an. Wissen schon, was sie machen. Ja, ärgerlich. Hätte er sich vielleicht ein bisschen schneller runtergelassen, hätte er noch so ein bisschen den Bounce nach unten mitnehmen können. Ja. Schade, bisschen tief. Schade. Genau. Beugen ist jetzt durch mit der 93er und der 105er. Wir haben jetzt 10 Minuten Pause. Ja. Danach geht's weiter mit dem Bankdrücken der 93er. Genau, ich weiß nicht, sieht man uns, hört man uns noch? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich glaube, wir kriegen ein Zeichen, wenn wir nicht mehr zu hören Auf sind. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal umgebaut.
Wollt auch ihr bei eurem nächsten Wettkampf ein professionelles Videopaket, ein professionelles Fotopaket, professionellen Livestream, Musik und geile Stimmung, dann würden wir uns über eine Weiterempfehlung von dir sehr freuen. Hallo, ich bin Bernhard Guttmeier und bin seit über 5 Jahren als Videograf tätig. Im Sportbereich habe ich bereits mit einigen bekannten Namen wie Team Benchboy, Rising Powerlifters oder Paul Unterleitner zusammengearbeitet. Zudem habe ich auch schon einige Kurzfilme und Imagevideos produziert. Wenn auch du an einer professionellen Filmproduktion interessiert bist, dann schau gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. We're not the same. Life taught us differently. We differ in strength, stamina, discipline, will, power. But we can make up for what we lack. That's what this is all about. Becoming stronger, lasting longer, pushing harder, running faster. Until we reach our breaking point, until we collapse. When it hurts most, that's when it counts. That's when you realize I can either slump down or get up and do it all over again. By our understanding that through dedication and hard work, we can achieve anything. We take the pain because we can. Hallo, mein Name ist Benjamin Mileda und seit über 5 Jahren bin ich als Grafikdesigner tätig. Unter anderem habe ich auch alle Designs für die TBB Open erstellt. Wenn auch du an professionellen und hochqualitativen Bannern, Flyer oder Plakaten interessiert bist, schau gerne auf meinem Instagram vorbei. Du willst einen Powerlifting-Wettkampf veranstalten, dir fehlt aber das nötige Equipment? Kein Problem. Ob Plattform, Verkauf oder technische Ausstattung, wir vermieten deutschlandweit. Jetzt auf bendingbars.de/equipment.
this. My boys gon' rap. My crew gon' step. 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 Gleich mit dem Bankdrücken bei den 93ern. Es geht los mit dem Felix Schünemann, 87,5 Kilo. Kampfrichter sind alle auf ihren Posten, Spotter sind auch bereit. Licht geht auch wieder an. Gut, Kampfrichterinnen und Kampfrichter bereit. So, alle bereit, sehr schön. Oh, ist auch eine interessante Perspektive auf die Bank. Dann starten wir mit Felix Schünemann, 87. Ein Beck. Beim Backdrücken, die Hand ist bereit. So. Schon irgendwas anmoderiert hier, was hier passiert. Wir haben schon angekündigt, dass wir jetzt beim Bankdrücken sind. Dein Shaken sieht auch sehr lustig aus in der Kamera. Ey, wenn wir zu wenig Zeit haben, irgendwie zu essen, so irgendwas muss er rein. Ja, ja, den klar. Beiden Shaken, ne? Ich habe auch vorher noch schnell irgendwas gesnackt. So, 87 Kilo, 85. Felix. Ah, ja, ah, super einfach auch. Ist aber auch sehr langsam runtergegangen. Ja. Wertung bitte. So, wir kommen zu 95 Wertung. Kilo beim Tobias. Habt ihr? Sind der PA. Bin ich mal gespannt, wo er im dritten dann rausläuft. Was passiert da jetzt? Wird noch aufgebaut. Ich glaube, das System zum Judgen ist, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen ausgefallen. Irgendwie WLAN-Probleme oder sowas. Ja, passiert schon mal öfter auf Wettkämpfen, also dass die Technik irgendwie ausfällt oder sonst was. Ist dann immer ärgerlich. Ja. Aber dafür gibt es eigentlich immer irgendwo Notfallkarten. Ja, haben die, glaube ich, ja, doch, warte mal. Bestimmt. Nee, sollten die eigentlich unter Tisch haben oder die sowas? Die haben alles. Ja. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen mehr Pause. Bringt zwar im Opener absolut gar nichts für die Athleten, aber... Ja, er wickelt da schon mal ganz in Ruhe seine Handgelenke. Gut, es geht weiter mit Tobias Arndt, 95 Kilo bitte. So, jetzt muss es aber schnell gehen. Eieiei. Gerade leider nicht so viel. Ja, also jetzt gerade die Sicht hier komplett versucht. Ja. Vergessen. Ja, easy. Super easy aus. Also. Jetzt kommen wir zu glatten 100 Kilo. Für Samir. Der feine Herr, dem ich vorhin noch mal ein Tutorial geben musste. So, es geht weiter mit 100 Kilogramm Samir. Ist auch gut, wenn man das so am Wettkampftag. So, ja, was muss ich da eigentlich machen? Erklärst du es mir mal?
Idee. Pausen sind auch human. Ja. Sein Ziel steht auch definitiv fest. Er hat geschrieben, wenn er es in die Top 10 der 93er schafft, kriegt er eine Pizza ausgegeben. Wichtig. Ja. Also ganz ehrlich, man braucht immer ein Ziel vor Augen für nach dem Wettkampf, dann strengt man sich an. Oh ja. Ich denke beim Heben auch immer nur ans Essen danach. Nee, immer. Auch easy opener. Hat sich als Ziel ein 600er Total gesetzt. So diese glatten Totals sind halt auch immer geil. So die nächsten Steps. Ja, 105, jetzt hat er ein Subtotal von 310. Fehlt aber ein Kollege. Gut. Mal sehen, wie weit er noch nach oben kommen wird. Er weiß, was er hebt, ne? Also. Ey, sein Opener steht jetzt 240 Kilo. Auf jeden Fall einer der oberen aus dem Flight hier. Ja, zumindest das, was wir hier sehen. Ja, mal sehen, wo wir enden, ne? Huh. Jetzt haben wir erstmal den Paul. 110. Ja. Ach, super schnell. Total chillig. Aber beim Bankdrücken ist halt irgendwie immer so ein bisschen die Luft raus, ne? Ich glaube, Bankdrücken finden die meisten noch relativ langweilig. Ja, so. Halt eher irgendwie immer zum Runterkühlen zwischen, zwischen dem Beugen und dem Heben. Ja, Heben ist dann halt immer nochmal so richtig Abriss. Ja, das geht ja auch meistens am halt schnellsten. Hype wie sonst was. Das ist abartig. Alle rasten aus. Bankdrücken ist irgendwie immer so ein ruhiges Ding. Ja, ganz entspannt. Eben. Deswegen Livestream, was geht bei euch zu Hause ab? Ja, der ist auch ziemlich ruhig geworden. Ja, von wo guckt ihr? Ich war beim letzten Mal, als ich kommentiert habe, war glaube ich Manu der krasseste irgendwie am anderen Arsch der Welt, weil er glaube ich noch in Amerika war. Ui. So, 117 Kilo, 175 für Jonas. Ja, auch easy. Wer hätte gedacht, super easy. Oh, aber einer meckert. 2-1. Das war's. Warum? Sind in der Wiederholung gleich. Ebenfalls 117,5 Kilogramm.
Gelb, auch um ehrlich zu sein, absolut keine Ahnung. Vielleicht hat ein Spotter berührt oder irgendwie sowas. Ja, der Florian guckt aus Schwerin. Schwerin zu. Und aus Berlin die Gina. Gina auch ernsthaft auf jedem einzelnen Stream immer dabei. Echt? Gina guckt alles. Ja, wenn so am Wochenende, wenn so ein geiler Wettkampf ist. Safe. Okay. Der Spätschicht. Von der cool. Arbeit, nice. Aus dem Gym, ja, ey, das ist geil. Es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als wenn du irgendwie zwischen deinen Sätzen einfach die ganze Zeit Wettkampf guckst. Das habe ich schon so oft gemacht. Kader 1 laufen ja auch immer die Wettkämpfe. Ey, ja, wir haben halt einen riesen Fernseher da. Wir laufen halt immer irgendwie, wenn Samstag irgendwie die Session sind, wenn wir einfach vom ganzen Tag meistens im Gym und gucken einfach immer irgendwelche Wettkämpfe. Das ist so geil. Ja, das ist halt richtig cool. Oh, die Gina wäre gern hier. Ja, aus Berlin halt auch weit, ne? Ist halt echt weit, ja. Mit dem Laptop ins Training. Liebe Grüße aus dem Tierpark Berlin. Ja, man im Laufen gucken. Ey, das ist Dedication. Aber bitte nicht in den Löwenkäfig laufen. Jetzt haben wir den Jonas mit 120 Kilo. Ist damit schon über seinen DM-Werten. Da hat er 150 krass gedrückt. Im Opener. Nice. Uiuiui. Auch ein Team Benchball-Mitglied. Ich frag mich, was so prozentual so hier an Team Benchball-Leuten sind. 90% Team Benchball. Ey, würde mich halt echt interessieren. Können wir die anderen mal so, Mike, Maxi und so mal fragen? Die müssten ja bestimmt irgendwo vielleicht haben Listen die ja irgendwas. Können wir gleich mal fragen. Ja, Tim, liebe Grüße aus Koblenz. Morgen starte ich in der 83er. Oh, ja, nice, dass halt auch Leute zugucken, die halt selber hier starten. Ja, ist halt schon auch immer spannend, was in den anderen Klassen so abgeht. Auf jeden Fall, ich gucke mir auch auf jedem Wettkampf immer alle anderen Klassen auf. Ja, ich auch. Ich finde es halt auch immer geil, wenn du noch selbst keinen Wettkampf hattest. Wenn der erst am nächsten Tag ist, dann pusht das so ein bisschen die Stimmung. Ja, genau. Du bist halt dann voll im Film drin. Ja, irgendwie. Da hast du dann richtig Bock. Oh, oh, oh. Dann eine Abwärtsbewegung drin war. Das willst du mal dann eine Abwärtsbewegung? Ja, einmal gelb, einmal blau, also auf jeden Fall einmal eine Abwärtsbewegung gewesen. Und das im Opener. Mal gucken. Der war auch gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja, war doch gut. Echt gut. Da kann man einen 7,5 Kilo-Sprung machen. Okay, denn Samir haben wir auch einen 7,5 Kilo-Sprung. Auf 107,5. Ich bin mal gespannt, wir haben ja hier auch so eine Rekordliste liegen. Ja. Ob wir die mal brauchen? Was stehen denn da so für Rekorde drauf? Boah, ich glaube in den Flights, in den B-Flights tendenziell eher weniger, wahrscheinlich eher heute Abend. Ja, stimmt. In der 390er haben wir die Rekordlisten der Team Lavage Boy Open 270, 185 und Brawler 2,5. Hm. Glaube ich jetzt in den ja, okay. Flights eher weniger. Ja, ja, ja. Bei der 105er 310. Ah, guck mal. 105 bis 120 und über 120 alle 310 im Heben. Ja, ich glaube, das ist aber auch von den BVDK deutschen Rekorden tut sich da gar nicht mal so viel. Also ich glaube, so ab 105 wird es, glaube ich, relativ gleich meistens auch von den Werten. Shakira, Gott, ey, bei der letzten DM lief bei mir beim zweiten Heben oder sowas Britney Spears, ne? Das habe ich ja gar nicht gefühlt. Ey, fühle ich auch nicht. Da kriegst du auch einfach keinen Bock drauf. Nee. 110. Wow. Komm. Harter oh. Grinder gerade. Aber? Also, ich glaube, das sah konstant nach oben aus. Ja, ich glaube, da gab es nur mal eine Bewegung zum Reck hin, ja. Aber nicht nach unten. Ja, nur von vorne ansonsten. 2-2-1 gültig. Viel Luft nach oben ist da nicht mehr. Nee. Kann sich eventuell überlegen, den zu skippen. Mhm. Ich glaube, also ich gehe davon aus, er wird rauskommen. Ich denke auch. Ich glaube, ja, dass man nicht rauskommt, ist glaube ich eher so bei den Deutschen. Ja, oder also drüber. Wahrscheinlich auch eher so bei den erfahrenen Leuten, ja. Die wissen genau, wo, ja. Wo die Grenze ist, wo man aufhören sollte, wo es sich absolut nicht mehr lohnt, so wofür für den härtesten Grinder überhaupt rauskommen, wenn man irgendwie eher sich das fürs Heben sparen kann oder ja. So. Das geht ja auch aufs Sediment. Ja, hier geht es ja vielen auch einfach um Spaß. Eben. Und dann wollen die vielleicht auch einfach mal gucken, wo ist mein Limit. Ja. Kann man das schon machen. Und 3-0 gültig für den Mosler. Der Mosler. Mosler. So, 112,5 Kilo auf der Stange für Fabian. Auch wieder 7,5 Kilo. Die ganze Zeit, welches hole ich mir gleich? Ich glaube, ich will Mango. Oh, Rank kenne ich mir gar nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Was? Ey, ich weiß nicht. Ich war irgendwie nie so der krasse Rain-Fan. Was? Du trinkst doch Monster, oder? Ja, aber... Monster und Rain gibt sich doch gar nicht so viel vorgeschmackt. Nee, weiß ich nicht. Ich hab's noch nie so ausgetestet. Ich muss mich, glaube ich, einfach mal gleich durch die komplette Palette testen. Wir haben ja, wie gesagt, ey, genug hier. Wie gesagt, über 4000 Dosen. Ich weiß jetzt nicht, was für Sorten die alles da haben, aber Pfirsich und Mango ist ziemlich geil. Orange ist auch noch ganz gut. So. Brauche heute noch ein bisschen was an Koffein. So, der Stream wird gleich noch lang genug gehen und heute Abend muss ich noch wen betreuen und naja. Ja, da solltest du finden. Nikolai liegt in der Ecke und schläft. So, 117,5 für den Paul. Immer noch super einfach. Ja. Und die Gina empfiehlt dir saure Apfel, das ist auch lecker. Stimmt, das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Ja, saure Apfel?
Hört schon geil an. Wie gesagt, das Mango, wenn du das Mango Monster Zero kennst, die schmecken ähnlich. Wir haben sie aus dem Sortiment genommen. Nein. Tease mir doch sowas nicht an. Aber dann ein guter zweiter Versuch. Auf jeden Fall. Da würde mich jetzt mal interessieren, was der Head Judge jetzt kritisiert. Vielleicht Kopf oder so. Ich habe da jetzt nichts gesehen, aber... Wir wissen es nicht. Ja, das werden sie wissen. Und der Bass geht wieder los. Oh ja. Nice. $125 für den Daniel. Solider Zweitversuch. Das war der, der ihn gerade gefällt hat, oder? Ja, aber dafür ging der gerade sau einfach hoch. Was war da los? Hey. Wahrscheinlich ist es wieder einfach, dass die Erfahrung fehlt irgendwie. Wer weiß. Oder vielleicht irgendwie nicht richtig auf der Bank gelegen. Ja, es können Kleinigkeiten sein, die meistens echt einen krassen Unterschied machen. Ja, das stimmt. Sehen, wie er gleich springen wird. So, Jonas Schneider auf mit 125. Ja, sehr leicht. Einfach. Sehr, sehr leicht. Ja, Daniel geht auf 130. Hätte ich auch gedacht, von dem, wie der Zweitversuch sich bewegt hat. Ist auf jeden Fall ein vernünftiger Sprung. Ja. Der Jonas steht da einfach mit dem kompletten Team. Kriegt er schon für den zweiten Versuch einen Klatscher und Riechsalz. Und die Bissschiene. Ganz wichtig. Ja. War ja, glaube ich, mal so vor 2 Jahren, dass das extrem viele Leute eine Schiene geholt haben für die Zähne. Mittlerweile sehe ich auch nur extrem selten wieder Leute damit. Also es gibt ein paar, die machen es immer noch. Ich glaube, hier der Maxi, der hat auch eine. Ja, stimmt. Und der Mike, aber sonst. Ja, schön. Lass mich raten, Jonas ist dann Team Benchboy. Ich bin mir nicht sicher, weil er hier mit der Jacqueline rumläuft. Sehen wir nicht. Wer weiß. Was ist Jonas Jäger? Ja, doch. Jonas Jäger ist bei Mike. Ja, dann. War doch klar. Mit komischen Smileys. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber sieht aus wie ein Herz in der Wolke. Ja. So, und jetzt erstmal der letzte Zweitversuch. Pino Klatz, 127,5 Kilogramm. Ist aktuell sein PR. Knapp drunter jetzt. Ja. Ich finde es bei der Bank immer ganz schwer zu sagen, was da noch drin ist. Aber Hauptsache, der ist drin. Ja, wer weiß, also ich glaube, der sinnvolle Versuch wäre auf 130 zu gehen. Der Ego-Versuch wäre auf 132,5 für den PR. Aber das könnte halt schon anstrengend werden. Wer weiß, was er machen wird. Ey, das könnte echt knapp werden, so wie der aussah. Aber ey, wir haben gerade 125 im Opener gefaced. Wir dachten, könnte knapp werden und dann halt einfach ultra easy. Von daher. Alles ist möglich. Ey, ehrlich.
finde es halt aber auch bei der Bank immer so krass, auch wenn du halt irgendwie auf Raps was machst. Die ersten paar Raps gehen super easy und dann schlagartig wird's schwer. Ey, das ist bei mir immer das Krasseste so. Der versucht, oder die Rap davor irgendwie so eine 5,5 oder 6 und dann auf einmal so ein Platzack, RIP, API 11, gefailed. Ich wurde gerade drüber informiert, wir kriegen kurz Werbung. Wenn euch der Stream gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, like den Stream und teilt ihn unbedingt in eurer Instagram-Story. Wenn ihr uns zusätzlich unterstützen wollt, habt ihr im Livestream-Chat rechts unten die Funktion, eine Spende dazulassen, über die wir uns sehr freuen würden. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim weiteren Stream. So, und wir sind zurück. Wir haben einfach weitergeredet. 100 Kilogramm für Felix. Das Lied fängt gerade so ein bisschen an wie so ein Horrorfilm. Naja, wollte gerade sagen. Ich krieg Angst. Michael Myers oder so Stuff. So, und wir haben 100 Kilo für den Felix. Ein PR sind 97,5. Ja, dann wäre das ja jetzt ein richtig geiler Drittversuch. Ja, komm. Oh. Schade. Der Schmiddi. Schmiddi, der brüllt dich dann halt auch immer hoch. Immer. Komplett. Also der ist da Feuer und Flamme. Oh, schade, der Felix hat bisher noch keinen Drittversuch reinbekommen. Dann wenigstens konstant halten und den dritten nehmen. Zitat auch Felix für seinen Tag heute. Keine unnötigen Risiken eingehen, außer beim Deadlift. Ja. Ja, gut, kein Kommentar dazu. Das ist ja aber... Ja, okay. Nein, ey, ruhig ruhigst Rede. So, 112,5 für den Fabian. 2,5 Kilo Sprung. 115 wollte er heute machen. Komm. Ja, war die richtige Entscheidung. Ja. Schade. Ja. Für Tobias Arz. Ey, ein 10 Kilo Sprung. Uff. Warte mal. Von ersten auf den zweiten 7,5 Kilo Sprung. Und jetzt ein 10 Kilo Sprung. Das geht da auf. Ja. Steht mal eben in den Notizen drin. Also, what the fuck? Sein Bank-PR 107,5. Ja, wird hier vom Manu gecoacht. Wenn er das nicht macht, kriegt das Mikro an den Kopf geworfen. Komm, fürs Meme. Wer so einen Sprung macht, soll er Eier haben. Ja, also das muss er jetzt machen. Okay, jetzt aber auch ordentlich laut. Oh ja. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich sehe das Mikro fliegen. Oh. Oh, ja, da kommt das. Ja. Das war zu viel, ey. Ja, ich glaube, der Manu war aber schon bereit. So, der ist schon einen Schritt vorgegangen. Kurz nochmal zur Info. Ja, das war aber auch echt. Krasser Sprung, ja. Das ist halt schon riesig. Jetzt kommt noch. Nee, nächstes Jahr. Jetzt kommt ein 5 Kilo Sprung. Das ist normaler. Ich springe bei der Bank immer nur 2,5 Kilo. So vom zweiten auf den dritten. Ich mache immer so einen klassischen: erst 5 Kilo Sprung und dann 2,5 Kilo Sprung. Ja, genau, so mache ich es auch. Klappt irgendwie immer. Ja. Und der Mosler. Schreibt Bank richtig weak. Will ja 600 Kilo total, ne? Braucht er den hier auf jeden Fall jetzt für. Ja.
Außer er hebt hier jetzt irgendwie kranke Sachen. Wer weiß. Wir werden es gerne sehen. Ja, oh nee, das ist schwer. Der war zu schwer. Ja, beim Drittversuch haben sich bisher viele, sehr, sehr viele überschätzt. Ja. Vor allem mit so großen Sprüngen, ne? Ja. Ey, mach doch kleinere Sprünge. Das müssen sie jedes noch lernen. Kilo zählt. Ja, ey. Das kommt erst mit der Erfahrung. Das kommt erst, wenn man zu oft fällt. Da siehst du es auch mal ein, dass es Sinn macht, kleinere Sprünge zu machen. Hier wird gerade mehr Metalcore gefordert. Das ist ein geiler Song für Drittversuch. Der ist richtig gut, ja. Der hat 17,5. Auch 10 Kilo Sprung und so. Scheinbar hast du dem vorher nochmal gut beigebracht, wie man SPD macht. Aber auch ein 10 Kilo Sprung. Ja, ey. Krass. Sick. Oh, hier guckt uns einer aus Thailand zu. Damn. Kann das wer toppen? Thailand schon. Krass, ey. Auch wieder ein 7,5 Kilo Sprung von Fabian auf ja. 120. Ja, oh. Schade. Schwierig. Knapp. Ey, ich glaube, ein bisschen bessere Technik hätte die auch durchgedrückt bekommen. Ja, aber es ist halt, sobald man da einmal die Stange so ein bisschen verliert, die kriegst du nicht mehr. Dann ist halt vorbei, dann ist vorbei. 125 für den Paul. Er hat den Zweitversuch nicht geschafft und springt trotzdem nochmal um 7,5 Kilo. Wissen wir, woran es da gelegen hat? Ich weiß es nicht mehr. Grüße vom Himalaya. Huch! Jetzt bin ich mal gespannt. 125 Kilo. Toll. Ich komme aber nicht mehr drauf, was am zweiten das Problem ist. Aber hä? Die sahen auch noch super easy aus. Ich kann mir vorstellen, dass er ans Track gekommen ist oder so. Aber ey. What the fuck? Ja, gut. Die waren auch super stark. Dann kann man 7,5 Kilo springen. Klar, warum nicht? Es gibt jetzt noch 5 Versuche. Wir machen dann direkt weiter mit Flight D. Keine Pause. 5 Versuche noch und dann direkt weiter mit Flight D. Oder Flight 4. Gut. 21,5 Kilo. Die Atme ist bereit für Manuel Schmidt. Eieiei. Jetzt gibt's immer was auf die Ohren. Ja. 127,5 Kilo für Manuel Schmidt. Ist das Slipknot? Nee. Disturbed. Ups. Ich kann die auch nicht so auseinanderhalten. Komm. Oh ja, wieder auf dem Weg nach oben abgekratzt. Ah, ey, das war auch. Das war eine knappe Nummer. Schade. Ja, Wiederholung. Schwerster Bank ist dann bei 132,5. Das heißt, ja. Es kommen dreimal 130. So. Für den Daniel. Wie gesagt, Opener gefällt. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was da los war. War krass. Aber jetzt 130 Kilo. Nur 5 Kilo gesprungen. Ja, liegt bei 132,5. Also sollte er die 130 eigentlich reinkriegen. Ja. Und ah,
nee, schade. Auch zu schwer. Ja, wer weiß. Vielleicht einfach keinen guten Tag gehabt. Ja. Ist halt auch immer so eine Sache, ne? Die gute alte Tagesform. Oh, da kriegen wir doch direkt Songnamen in den Chat. Die haben mehr Ahnung zu Hause als wir. Vielleicht hören die auch mehr vom Song. Ich höre immer nur das Wummert. Ehrlich, wir hören gefühlt irgendwie nur Bass. Ja. Jetzt zum Beispiel, nur Bass. Wird's geiler. Ja? So, Jonas, komm, Jonas 130. Ja. Ey, ich krieg die durch. Das war die hat er gut gemacht. Da war die Versuchswahl auch wirklich gut. Ja. Für den nächsten Jonas. Jonas Jäger, 130 Kilo. Falsches Gewicht. Richtiges Gewicht. Manu? Ja, ist wir sind doch 130. War doch jetzt schon zweimal drauf, Manu. Verwirrung. Ja, Manu ist durch im Hirn. Ist ein langer Tag. Kommt vor. So, jetzt mal Deutschrap hier. Alter. Wir werden eingenebelt. Oh ja, zieht halt ein bisschen, aber ey, kriegst du ruhig? Kriegst du die auch gültig? Da wurde aber gerade auch rumgekrischen da hinten. Ja. 3 zu 0. Sehr schön. Sehr nice. Es wird immer nebliger. Jetzt der letzte Versuch der 93er des B-Flights auf der Bank. 132,5 Kilo von Pino Klatt. Als letzter rausgehen ist halt auch immer irgendwie geil. Ja, das stimmt. Der Pino hat sich heute 9 von 9 vorgenommen. Bisher sieht's gut aus, dann braucht er jetzt aber die Bank. Ja. Ja, sind 130. Aber was er, wo wir gerade gesagt haben, entweder er geht fürs Ego oder für den sicheren. Ey, er geht fürs wie Ego. Wie sieht's aus? Oh, oh Gott. Ja. Ah. Ey, ich hab's gesagt. Ja, manchmal muss man beim Ego zurückstecken, aber ja. Es fällt einem halt auch nicht immer leicht. Nee. Manchmal gibt's halt einfach so Zahlen. Bei der Deutschen letztes Jahr. Da bin ich bei der Beuge auch mit 160 rausgegangen, obwohl ich die noch nie ansatzweise hatte. Einfach weil ich wollte die und es hat halt auch nicht geklappt. Ey, das kenne ich aber auch. Ich war, wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr bei der Deutschen. Bei meinem letzten Heben. So, ich hätte eigentlich sicher für den deutschen Rekord gehen können, aber ich wollte unbedingt 666 als Total haben. Und hab dann irgendwie mit Krampf versucht, diese 273 da zu heben. Die waren halt so ein Millimeter nicht durch und irgendwie super knapp so. Ja, 666 wäre halt auch schon geil gewesen. Ey, super, ne? Krasse Zahl. Das muss man dann halt auch sehen. Aber da wäre dann auch irgendwie schlauer gewesen, auf den Coach zu hören und das Ego drin zu lassen, aber. Ja, manchmal wissen die Coaches, was sie machen. So, Mari Schares, 100 Kilo. Der erste der 105er Klasse. Ja. Wer hätte gedacht? Super easy. Sehr, sehr entspannt. Der Finley. Wo sind die Finley-Fans? Der Sascha will, dass ich nach der Kur 190 mache. Weil ich jetzt auf Instagram Julia Trenn heiße. Upsi. Sag das doch nicht jedem, Sascha. Nada? So. Der Finley. Ja. Easy. Easy. Und der Versuch ist
Ich vermisse aber gerade im Chat die Finlay-Fans. Die haben auch keinen Bank auf Backrücken. Die machen kurz Pause. Ah, da. Ja, geht danke, doch. Cody. Vielen Dank. Oh, Christian, 105 Kilo in der 105er. Oh. Passend. Er wiegt auch fast 105 Kilo, also der spielt's durch. Ah, das ist hier unser Mathe- und Chemielehrer. Ja. Ja, er hat's mit Zahlen und so, ne? Ja, der hat es einmal durchgerechnet, wie er das machen muss. Eine Formel aufgestellt. Ja, chillig. Ja, so voll easy, klar. Jawohl. Das heißt, um 13 Uhr geht es. Wir bleiben auf 105 Kilogramm für Manuel Siebert. So. Jawohl, und Manuel, die hat es bereit. Manu, was hat er bisher gedrückt? 115. Sehen, was da geht heute. Mhm. 105 Kilo Opener, 10 Kilo drunter. Könnte man weiter oben rauslaufen. Ja, also. Sah souverän aus. Kann man mal machen als Opener. So, damit hier mal ein bisschen was passiert. Chat. Was ist denn euer Bank-PR? Stimmt. Haut können wir uns mal wieder ein bisschen unterhalten? Sind die geisteskranke Leute dabei? Wer weiß? Die wollen nicht mit uns reden. So, Marcel, 110 Kilo. Ich bin hier mit dem Lift auf. Ich glaube, ich habe Schmidi noch nie starten sehen, aber auf jedem Wettkampf ist er einfach immer da. Ehrlich so. Ah, hier der Bärfin, 140 und der Timo 125. Da kommen sie. So, 110 Kilo, Marcel. Ja. Entspannt. Also. Und 13 Uhr gültig. Bravo. Wir erhöhen um 2,5 auf 112,4 Gramm. Die Legende besagt, 300 geht immer. Was war das dann, René? Ja, safe. Also 300 auf der Bank, du. Machen wir doch alle. Hier ist irgendjemand vom rechten Spotter abgelenkt, weil verliebt. Wer ist denn unser rechter Spotter? Haben wir einen Namen? Monsieur Jan René. 2:1 gültig. Vielleicht machen wir jetzt Touch and Go. Nice. So, 120 für den Lukas. So, 120 Kilogramm mit das Kloss, die Hand ist bereit, Lukas. Alles hier irgendwie. Ja, Bank ist es so immer. So lange Pausen immer, dann labert da noch mehr. Ja. Bank ist halt echt immer ein bisschen. Aber schön gedrückt.
Nächstes haben wir den Niklas. 127,5. Bis jetzt, glaube ich, die stärkste Beuge gehabt hier. 232,5. Ah ja. Ja, auch vom Team Benchboy. So, dann kommen wir jetzt zur vorletzten ersten Bank von Jonas. 130 Kilo. Ist beladen. Ja, sind 140 Kilo auf der Bank. Jetzt 10 Kilo drunter. Ist ja auch mal gespannt, was der dann für Sprünge macht. Zum zweiten. Aber erstmal gucken, wie jetzt sein Opener wird. Gut, hier sind ja ganz viele, die gerne 7,5 Kilo auf der Bank springen. Deswegen, wer weiß. Ah, Ellbogen nicht durch. Fuß, ja. Ja, das. Nicht auf dem Boden, ja, das auch. Das wissen aber viele irgendwie nicht. Auch, dass irgendwie der Kopf immer nicht überstehen darf, über die Bank und sowas. Also ganz. Ja, jetzt aber. Ganz wild. Ja. 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 Auch 13-0 gültig. Wir erhöhen nochmal um 2,5 Kilo für den Christian. Chat geht noch ein bisschen was. Wettkampf 435, morgen hoffentlich 145 und 120er. Nice, startest du selber hier? Kommst morgen hier hin? Sehr geil. Und da drüben auch nochmal 80, hoffe ich morgen drücken kann. Viel Glück euch dabei. Ja, Entzündungen sind halt immer böse. Ja. Geht leider so schneller als man will. Powerlifting gegen, no. Der Manu denkt hier schön mit. Das wäre auch Friedrich Mucki, ja. Also die waren super easy. Geflogen. Ja. Ja, hier der Sven sagt gerade, um 4 fährt er morgen hierher, dass er pünktlich zur Waage kommt. Das ist auch geil, wenn du dann morgens um 4 aufstehen musst. Das ist eklig. Ey. Aua. So, das war jetzt eben unsere letzte erste Bank. Jetzt kommen wir zum zweiten Versuch. Komm, Finley. So, Finley, 110 Kilo. Wie ist das dem Winkel? Keine Ahnung. Die Kamera ist gerade ausgefallen. Ja, die ging aber gut hoch. Ja. Auch 3-0 gültig. Ja, Sven, ich weiß. Ja, Sven auch, KSC. Schon öfter zusammen trainiert.
Mal sehen, wie läuft der? Ja, so fünf ja, Kilo da wieder mehr. Genau das gleiche Ding, wie wir gerade bei dem hatten. 115 für den sicheren oder 117,5 für ein Ego-Ding oder dafür der VR. Mal sehen, was er gleich meldet. Ich wette, er geht auf Ego. Ich kann auch so fast wetten. Ja, mal sehen, ob die Anzeige. Ja, jetzt erstmal Mario mit 115 Kilo. Ja. 15 Kilo Sprung? Bei der Bank. Aua! Was hat hast er sich verschrieben? Was hast du in deinem Opener getan? Er geht auf 120! What? Okay. Also ich will also nichts irgendwie sagen, aber... Doppelter Ego-Push. So, Mario. Ja, nee, da war eine Festbewegung. Ja, das war ein bisschen relativ sicher. Aber bei einem 15-Kilo-Sprung. Ja. Ja. Aber nichts zu reden. Wir haben noch 117,5 Kilogramm für Marcel Grüger. Kommt viel zu wenig Hass in der Musik. Jetzt gerade auf jeden Fall. Ja. So, wo wir schon bei Musik sind und da ja eh nicht so viel geht. Was hört ihr beim Training? Nee, aber jetzt mal wirklich so. PR-Song? Wie sieht's bei euch aus? Hast du einen? Boah, was bei mir immer geht, ist The Kill von 30 Seconds to Mars. Mhm. Der ist krass, den habe ich schon... Den habe ich bei meinen 265 Kilo Deadlift PR gehört. Sieht's bei dir aus? Ich weiß nicht, kennst du El Nino? Sag ich glaube dir? Nicht. Das ist so, so eine alte mexikanische Band. Die haben so ein Lied, das heißt I Am Loco und das geht richtig gut. Wild. Das musst du dir mal anhören. Gleich in der Pause. So, hier Marcel. Einfach mal voll auf Lautsprecher. Guter Versuch. Wackelt zwar ein bisschen, aber... Ja. Sah stabil aus. Wackeln darfst, solange es hochgeht. PR-Song, Berserk, Eminem. Geiler Song. Ja. Ja, geht besser, ja. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so deiner Meinung. Also ich sehe das ein bisschen anders ein. Ja, Till I Collapse, Eminem, ja, geht auch immer. Ja, okay, ist, Skillet, ja. Die Gina will unbedingt Rain saure Apfel. Sie will's. Den hatte ich irgendwann die Tage auch bei mir in der Story. So geil. Das ist richtig gut. 120 so, 120 Kilo. Jan? Ja, sah auch noch super easy aus. Auch ein 7,5 Kilo Sprung. Was machen ja die alle? Ey, die machen echt große Sprünge. Also. Total, aber niemand kommt an den 15 Kilo Sprung ran. Das war schon heftig. Das macht man nicht mal beim Beugen oder Heben. Ja. 127,5, auch ein 7,5 Kilo Sprung für Lukas Brust. Okay, okay. 127 für den Lukas. Da muss er jetzt aber die Daumen um die Stange machen, das wäre sonst böse. Ja, Metallica als PR-Song ist auch immer cool. Hey, Metallica immer gut. Die gehen immer. Aber gut aus. Zwischendrin ein bisschen langsamer, aber ging hoch. Ja, 135 ist beim Niklas auch PR. Ey, geht's schon mal. Weißt du, Mucke jetzt gerade? Bisschen Rev. Auch immer gut eigentlich. Ja, gerade für die Bank. Da geht es immer ganz gut. Ja. Ja. Da gibt's einen neuen PR heute. Auch 3-0 gültig. Nice. So, jetzt zweimal hintereinander 140 Kilo.
für Christian und danach Jonas. So, Christian. Und er hat es beladen. Ja, bei Christian wäre das auch schon PR. Ist auch nicht schlecht, im zweiten dann schon 9 PR aufzustellen. Ja, gut. Speed hat er auf jeden Fall. Und das ist jetzt schon PR. Krass! Da kommt nochmal ein 15-Kilo-Sprung. Auf jeden Fall gut Progress gemacht. Definitiv. Ja, ich höre, da wird schon fürs Heben aufgewärmt. Da hinten scheppert's. Halb Meinung gerade die Menge auf. Alle am Klatschen. Aber ey, der Song ist geil. Der ist richtig gut. Ja, ja, na. Oh, ey. Das wird zu knapp. Ja, 10 Kilo Sprung. Das im zweiten tut halt weh. Kannst nicht mehr runtermelden, ne? Ja. Das da muss man sich dann halt auch überlegen. Oh. Ja. Oh nein. Scheinbar kriegen die Spotter die Stange nicht hoch. Dünn. Manu denkt auch schon, es wäre vorbei. Es kommt noch eine Runde. Ja, aber Bankdrücken zieht sich halt echt immer brutal. Ja, eben. Gut, also Runde Nummer 3. 112,5 Kilogramm. Nächsten Drittversuche. 112,5 für den Finley. Okay. Finley hat Lust. Der tänzelt da schon so ein bisschen. Ist er der Tänzer? Ja. Ist aber auch krass. Tänzer und dann macht er hier Powerlifting. Ja. Kriegt er auch noch ein paar mit. Ja. Das passt. Wenn ihr Manu sehen könnt. Habt ihr ein Feuerzeug da? Das ist aber auch fies für Drittversuch. Ey, boah, gar nicht, ey. Ja, oh, komm. Doch, Christ, ja, kriegt, ja, gut, vielleicht mag der Finley ja so Musik als Tänzer. Warum? Warte. Kommt halt drauf an, was er für eine Tanzrichtung hat, ne? So, Mario Chares hat keinen Spitznamen. Und auch kein Coach. Oh ja, da wäre der 15-Kilo-Sprung. Hat er im zweiten gefailt. Was war da? Weißt du es noch? Das war der 15-Kilo-Sprung. Das war ein bisschen schwer. Ah, er war zu schwer, ja. Ey, 15-Kilo-Sprung bei der Bank. Saftig. Der Schmidti. Ich sehe es auch gerade. Singt mit. So, Mario, 115. Ja, oh, oh. Ey, Christian. Hä? Was war denn dann eben los? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Krass, bin komplett verwirrt. Vor allem, das sah aus, als wäre da noch was im Tank, also... Ja, eben. Hä? Hey, jetzt gibt's wieder. Halt auf die Ohren. Ich frag mich halt, ob die sich die Lieder irgendwie selbst aussuchen durften, weil dieser... Ey, das kommt kompletter Mischmasch irgendwie. Das ist halt ganz wild. 120 Kilo, Christian Grünewald, dritter Bankversuch, bis jetzt 5 von 5. Wäre 5 Kilo PR. Ja, wild.
ihm am Kilosprung zum zweiten. Sein Ziel ist mehr als letztes Mal. Ja, die kommt, aber ich frage mich. Kriegt der? War da eine Abwehrbewegung drin? Ja, das ist die Frage. Nein, 3:0 gültig. Nice. Geiler Drift. Sehr, sehr schön. Ah, das ist doch dieser Remix. Jeder Remix. Hat auch gut Bass, eieiei. Oh ja. So. 120 Kilo, Manu. Komm. Na, komm schon. Oh, er bewegt sich noch. Komm. Aber jetzt geht's runter. Oh. Boah, der war auch echt lange. Der hat hart lange gegrindet. Der hat gekämpft. Ja, 117 oder so wäre vielleicht besser gewesen, aber... Ja. Frage, ob gleich wieder eine Pause ist. Ja, soweit ich glaube, weiß, ja. Zwischen den... zwischen den Übungen ist, glaube ich, nochmal 10 Minuten. Ja, höchstwahrscheinlich 10 dann Minuten. Dann müssen wir zum Range dann rennen. Mal gucken, ob es noch saure Apfel gibt. Für Dina. Oder wir trinken hier einfach was vor. So ähnlich. Im Stream. Das ist nicht. So, 125 Kilo, Marcel. Bounced ja, auch auf bisschen der Brust. Ein bisschen gedopst, weiß ich nicht, was der Dodge da sagt. Aber 3-0. Ah ja. Guckt auch ein bisschen erleichtert. Ich glaube, er weiß selber, was da passiert. Aber Glitch bekommen. Jan bei Fuß. Auch von Manu gecoacht. 127,5. Auch ein 7,5 Kilo Sprung wieder. Das ist schon. Nee, die machen echt große Sprünge. Ja. Gina wird uns saure Apfel gönnen. Oh ja, kriegt er. Nice. Ja, hier der Mattes will den Finley sehen. Der Finley ist schon durch. Der kommt gleich wieder zum Heben. Genau. Lukas Prost, 132,5 Kilo. Der viertletzte Drücker in dieser Klasse. Der Lukas hat auch nicht so viel über sich geschrieben. Wir wissen, wie alt er ist. Es ist sein erster Wettkampf und er ist bei Friedrich. Mehr wissen wir nicht über ihn. Das reicht als Info. Einfach schauen, was geht. Ja. Was geht. So, komm. Die gehen nicht. Schade. Schade. Ein Stückchen zu schwer. So, der Jonas probiert die 140 nochmal. Ja, gerade leider zu schwer. Ja, 10 Kilo Sprung gewesen, aber auch war der Sprung leider ein bisschen zu groß. Sich im zweiten zu verschätzen, ist halt auch schon zu weh. Ja, klar, weil dann musst du. Eben. Sonst verlierst halt einfach 10 Kilo aufs Total verlieren, bei der Bank vor allem. Ja, das macht halt schon einen großen Unterschied. Das ist ein echt großer Unterschied. Aber Manu hypt jetzt nochmal die Menge auf. Drittletzter Drücker. Da bin ich jetzt gespannt. Wenn er den macht, dann sind die Leute heute komplett verrückt. Ey, es würde mich nicht wundern, wenn solche Situationen schon so oft hier zwischendurch. Das wäre so krass. Komm, komm. Ey, mach da. Komm schon, es wird so knapp, es wird so knapp. Oh mein Gott. Er hat's gemacht. Was ist da los? Oh nein. 2-1. Das muss ich mir
jetzt nochmal kurz angucken. Was sagt die Wiederholung? Also das war so ein harter Kampf. Alter, ey, das war crazy. Oh, ey, der bewegt sich ja fast. Ja. Vor allem, er drückt auch ohne Handgelenksbandage. Also, Alter, was? Ich glaube, es war eine Abwärtsbewegung. Ja, auf der linken Seite minimal, sicher. Aber. Also, da hätte man drüber streiten können, glaube ich. Also, meint ihr den Song jetzt ernst? Alter. Jetzt ist hier richtig Stimmung. Skigebiet oder was? Live aus Ischgl hier. So, Niklas 142,5. Oh, da geht sehr, sehr langsam runter. Oh, sieht ja fast aus wie bei Equip Powerlifting. Ja, vorbei. Ja. Niemand zu schwer. Ja, 7,5 Kilo Sprung wäre auch zu viel gewesen einfach. Ja, und wenn du dann halt auch noch so langsam runter gehst, das kostet halt einfach ja, zu viel Kraft. Voll. So, jetzt der letzte. 147,5. Auch wieder ein 7,5 Kilo Sprung. Die wollen uns einfach ärgern. Ey, ehrlich. 147,5 Kilogramm für Christian Besig. Der Manu klingt auch schon so heiser. Ey, wenn du den ganzen Tag hier so rumschreist. Ja. Also ich weiß nur René sein. Immer, wenn der sich irgendwie ja. aufhypt im Kommentator ist. Ey, der kann 3 Tage seine Stimme absolut in die Tonne hauen. Ich glaube, bei Manu wird es ähnlich aussehen. Ja. Auf geht's, Christian. Letzte Bank. Grinder, aber sah, gut, sah aus. Gut aus. Oben waren die. Und auch 13-0 ja, gültig. Ah, schön. Schöner Abschluss dieser Klasse. Richtig. Und dieser Übung. Bankdrücken ist jetzt vorbei. So. Wir haben jetzt 10 Minuten Pause. Genau. 10 Minuten Pause haben wir jetzt. Ja. Der Nikolai und ich rennen. 16:10 Uhr. Sehen wir uns wieder. Bis gleich. Schaut gerne bei unserem Merchstand vorbei. Die direkten Shirt Limited Edition oder auch andere Shirts können Sie unterholen. Beim Lüfterstand vorbei, ich habe hinten gibt es Getränke und die Ecke der Frühjahr. Danke. All I know is this, my crew gon' step. All I know is this, my boys gon' rap. My crew gon' step. My crew gon' step. My crew gon' step. Wollt auch ihr bei eurem nächsten Wettkampf ein professionelles Videopaket, ein professionelles Fotopaket, professionellen Livestream, Musik und geile Stimmung, dann würden wir uns über eine Weiterempfehlung von dir sehr freuen. Du willst einen Powerlifting-Wettkampf veranstalten, dir fehlt aber das nötige Equipment?
kein Problem. Ob Plattform, Verkauf oder technische Ausstattung. Wir vermieten deutschlandweit. Jetzt auf bendingbus.de/equipment. Hallo, ich bin Bernhard Guttmeier und bin seit über 5 Jahren als Videograf tätig. Im Sportbereich habe ich bereits mit einigen bekannten Namen wie Team Benchboy, Rising Powerlifters oder Paul Unterleitner zusammengearbeitet. Zudem habe ich auch schon einige Kurzfilme und Imagevideos produziert. Wenn auch du an einer professionellen Filmproduktion interessiert bist, dann schau gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei. Mein Name ist Benjamin Mileder und seit über 5 Jahren bin ich als Grafikdesigner tätig. Unter anderem habe ich auch alle Designs für die TBB Open erstellt. Wenn auch du an professionellen und hochqualitativen Bannern, Flyer oder Plakaten interessiert bist, schau gerne auf meinem Instagram vorbei. Young Bierger.
Zurück. In 20 Sekunden geht's weiter. Wir starten mit dem Heben bei den 93ern. Nikolai fragt gerade schön nach Manus Stimme. Krass. Ey, Manu einfach gut vorbereitet heute. Ja, ich glaube, das muss man. Safe, wenn man irgendwie den ganzen Tag hier rumschreit. So, da sehen wir schon die Plattform. Wir haben uns beide Rain geholt. Saure Apfel gab es leider nicht. Nein, ich war auch traurig. Ja. Welche Sorte hast du? Blueberry? Razzleberry, was ist das? Ja. Ich glaube, ja, irgendwie Brombeer, irgendwie sowas. Englisch. Ja. Nee, was hast du? Mango. Mango immer geil. Oh, das Lied. Das Lied jetzt. Das ist gut. Zum Heben macht das Spaß. 75, also auch immer. Wie gesagt, Felix. Wir sind zurück. Und Heben macht immer Bock. Genau. Das langwierige Bankdrücken ist vorbei. Jetzt fängt der Spaß wieder an. Wir sind auch wieder fit, wir haben Koffein. So muss das. Essentials eines jeden Powerlifters. Musst du eigentlich heute noch trainieren oder so? Ich war heute Morgen. Ja, heute Morgen auch. Ich bin um 8 aufgestanden dafür. Oh, also damn. Wir waren noch früher, wir waren auch heute Morgen noch hier drüben. Weil Lifters hat ja zwei Gyms. Einmal das CrossFit-Ding hier und das Fitness. Ja, das ja, das andere ist auch cool. Ja, ist krass. Und so, easy oben. Super einfacher Besuch von Felix. Nee, heute Morgen dann irgendwie von 9 bis 12 oder so und dann direkt hier rüber. Boah. Ja, das ist ein bisschen halt stressig. So Tage sind immer richtig geil, aber man muss irgendwo noch das Training unterkriegen. Ich glaube, ich habe auch gefühlt irgendwie nichts gegessen heute. Also wirklich nichts. Gehst du dann direkt gleich noch zum Foodtrucker? Boah, ja, muss ich eigentlich irgendwie.
Wie das mit der 83er und nichts. Bist du nach vorne gefallen? Ja, du musst die ganze Zeit essen. Ja. Ja. Genau, hat die Kontrolle verloren, ist nach vorne ge. Das passiert öfter mal, wenn die zu leicht sind. Ja, genau, wenn die halt zu schnell nach vorne kommen. Ich glaube, bestes Beispiel, was dann wahrscheinlich eher die meisten kennen, Jona aus der 120er auf seiner DM, wo er 330 versuchen wollte und die leider zu schnell nach oben kamen. Leider, oh nein. Und er dann einfach komplett die Balance verloren hat. Ja, passiert leider öfter. Vor allem halt eher bei Sumo, conventional passiert sowas nicht. Nee. Ja, Paul, auch super einfacher Versuch. 185, ja. Nice. So, jetzt kommen wir 190 beim Samir. Mit Samir habe ich gerade auch noch hinten ein bisschen gelabert. Er ist mittlerweile auf über einem Gramm Koffein. Oh, perfekt. Der kleine Junge 17. Vielleicht dobst du hier durch Ob die Gegend. Ob das so gesund ist? Ja, ja. Gesagt, braucht danach erstmal 3 Wochen Detox. Ich glaube, das kommt macht hin. Sinn, ja. Wahrscheinlich kann er jetzt irgendwie 3 Tage nicht schlafen oder so. Ja, wollte ich gerade sagen. So, bis jetzt auch 7 von 7 für ihn. Das ist schon geil. Also erster Wettkampf oder so mit 9 von 9. Richtig. So, hat er irgendwelche Ziele gehabt oder sowas? Wo ist er denn? Ja, genau, er wollte Top 10 werden, um eine Pizza zu bekommen. So. 192,5. Daniel. Ja. Easy. Wie Luft. Gina, es gibt keinen sauren Apfel. Ja. Wir sind traurig. Streu nicht noch Salz in die Wunde. Wir jetzt schon eine Stunde in Verzug. Ja. Ja, genau, für eure Info, falls ihr es gerade von Manu nicht laut gehört habt durch den Stream, die A-Flights der 390er und der 105er heute Abend waren ja eigentlich auf 17 Uhr, soweit ich weiß, geplant. Die verschieben sich eine Stunde nach hinten auf 18 Uhr. Ja. Nur damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, wann es später weitergeht. 205 und easy. Super einfacher Versuch von Manuel. Das ist halt, glaube ich, auch immer richtig schwer abzuschätzen, wie lange man für so ein Flight braucht. Ja, eben, vor allem, wenn es irgendwie der erste Wettkampf ist, den man ausrichtet, so der komplette Ablauf. Du weißt nie, wann irgendwas schief läuft, ja. Wann irgendwie. Ja, die Spotter halt einfach mal so im Durchschnitt ein paar Sekunden länger dauern, aber ja. Wenn es halt 30, 40 Versuche sind, am Ende zieht es dann halt einfach komplett nach hinten. Ja, und solche Kleinigkeiten einfach, deswegen ja. Ist es immer unglaublich schwierig einzuschätzen, wie lange sowas geht. Ja. Wenn die Technik dann mal hakt. Genau, hatten wir ja zwischendurch auch schon mal. Ja, das läppert sich einfach zusammen. Easy. Ja, leider nicht jeder. Das wäre so geil gewesen. So, 210 für den Tobias. Was ist das gerade eigentlich für ein komischer Remix? Ja, der geht nicht so gut, ne? Top. Der Tobias macht jetzt hier 10 Kilo über seinen bisherigen PR im Opener. Wild? Nice. Danke. Spotter stehen nur komplett im Weg. Wir sehen jetzt absolut gar nichts mehr. Ich sehe nicht mal mehr eine Scheibe. Ja, verlassen wir uns einfach auf die Menge, wenn sie schreit. Ja, ja. Wir sehen es dann in der Wiederholung. Schien ja. Gut zu laufen. So, 2:15. Ihr wisst aber schon, dass man nicht aus dem Rücken heben soll. Ja, ist doch Kreuzheben. Das soll man doch aus dem Kreuz machen, oder? Ja, so also klar, so. Ironie! Also bei mir ist es aber auch immer nur so ein Pseudo-Sumo. Ich mach das eigentlich auch alles aus dem Rücken. Ja, echt krass. Boah, mein Conventional ist aber auch der Horror, ey. Also. Marc wäre stolz.
größter Schrimp ever, ey. Ja, sieht schlimm aus. Gibt's den Marc eigentlich noch? Ich hab ewig nichts mehr von dem gehört. Ja, ich weiß es auch nicht. So, was haben wir hier? 215. Jonas. Ah, oben. Zwischendurch mal kurz Stopper gehabt, aber sah trotzdem immer noch gut aus. Ja, 3 zu 0. Perfekt. Sollen wir auf ihre Bandscheiben aufpassen? Bandscheiben sind was für Loser. Also ich hebe auch immer wie so ein Shrimp und meinen Bandscheiben geht's bisher gut. Eben. Also die müssen halt auch was abkönnen. Ja, ich glaube, die meisten übertreiben halt auch so. Also euer Körper kann mehr aushalten, als ihr denkt. Und ja, wenn ihr einmal auf einem Wettkampf irgendwie ein bisschen rundhebt, sonst restliche Zeit im Training normal. Eben, dafür glaube, sind die Wettkämpfe ja auch da. Das ist eigentlich kein Problem. Oh, der Luca hatte einen. Krass. Ja, ey, sowas passiert halt. Also. Natürlich. So. Aber heben geht halt immer sau schnell. Wir sind jetzt schon beim vorletzten, im ja, ersten Versuch. So, Jonas ist jetzt wieder super hyped. Die Jacqueline tanzt da einfach mal hinten dran rum. Vorhin haben sie in einer Tour die Lieder gewechselt und jetzt den müssen wir uns bis zum bitteren Ende anhören. So, 235 Kilo, vorletzter Opener. Vom Jonas Jäger. Ja, ja, der war schön cool. Einfach. Oh. Okay, hier gibt es scheinbar mehrere Leute, die schon mal was mit den Bandscheiben hatten. Ja, ey, klar. So. Ich meine, wenn du schwer squattest, wirst du auch irgendwann mal was mit. Also manche Leute werden halt was mit den Knien bekommen. So. Ja. Also. Ich meine, es ist halt Sport. Sport hat immer seine Risiken. Eben. Aber wenn man nur rumsitzt, ist halt auch nicht gesund. Also nicht, um das jetzt klein zu reden, ne? Bandscheibenvorfälle sind unglaublich uncool, nee. Ne? Aber nee. Der war auch schon langsam. Ordentlich langsam. Ja. Aber Güsse sollte es sein, ja. 3-0. Ja, und dann kommen wir auch schon in die zweite Runde. Ja, wie gesagt, ey. Heben ist immer super so schnell. Das macht aber auch irgendwie dann Bock, wenn du so die Bank hinter dir hast und dann halt. Heben, so heben, drücken zieht sich halt so super krass. Und heben wird halt einfach unglaublich schnell, so zieh's, fertig. Ja. Bank halt immer so stundenlang Setup, da ja, passiert genau, mal was, halt du musst noch da noch machen. Hier gehst du einfach hin, reißt es hoch und fertig. Nee, lustig über manche Vorfälle nee. Macht hier jetzt je keiner. Nee, also Verletzungen sind nie schön. Ja, ohne Sport habe ich auch immer Schmerzen. Da stimme ich dem Florian zu. So, Felix. 15 Kilo Sprung, 190 Kilo. Ja, ging noch gut hoch. Sah gut aus. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall 200 Kilo sehen. Ja, das würde ich auch sehen. Das ist Muck. Das macht Spaß, ja. Wenn jetzt noch die Menge passend schreien würde. Komm. Oh. Ja. 3-0. Easy peasy.
Ja, der Felix geht auf die 200. Ja, das ist der gerade den zu leichten Ofen hat, wo dann die Balance verloren hat. Ja. So, 15 Kilo mehr und dann geht das. Ja. Der hat halt auch echt lange Arme, wenn man da sieht, wo seine Hände sind. Okay, das Bandscheibenvorfall-Thema ist. Ging nicht zu oder was? Boah, Klatscher bekommen. Ja, jetzt geht die Menge mal ab bei solchem Song. Das ist geil. Easy, so einfach. Easy. Mal gucken, wie hoch er jetzt geht. Sei mich gespannt. 15 Kilo gesprungen jetzt. Also 2,15 müssen wir mindestens sehen. Eher ja. 2,20. Ja, ich würde auch eher auf 2,20 gehen. Na, beim Stefan laufen wir. Viel weiter aus als ich. Drück knapp 140 und zieh 260. So, 220 von Manuel Schmidt. 15 Kilo Sprung. Damit auf 510 Kilo total. So, ja, die gehen gut hoch. Ja. Der Mosler hat ein aktuelles Total von 555. Nice. Guck mal, weil ich zu solchen Songs heben könnte ich auch wieder. Ja, heben eher als alles andere. Also heben bist du einfach nur raus, da hast du einfach nur Bock. Wettkampf ist fast vorbei. Ja, genau. Du weißt, es ist einfach, du hast es geil geschafft. Einfach nur noch mal ultra viel Spaß. Gute Band, schlechter Deadlift, was sagst du dazu? Ja, also machen wir am besten nach dem Versuch jetzt 225 Kilo für Fabian.
aber doch. Sehr gut aus. Ja, schlechte Bench, schlechter Deadlift. Also ist ja eigentlich für die meisten Leute wahrscheinlich logisch. Die Leute, die einen schlechten Deadlift haben, haben es wahrscheinlich einfach, weil die kurze Arme haben. Einfach unglaublich viel Range of Motion und dementsprechend, wenn du kurze Arme hast, bist du in der Regel, behaupte ich mal, relativ gut in der Bank, weil du da einfach eine kleinere Range of Motion hast und einfach bessere Winkel. Das stimmt. Jetzt haben wir den Jonas mit 225. Yes. Ja, auch chillig. Oh, aber da war ein Wackler. Nein! Wieso wackeln die alle? Ich glaub, der kriegt die nicht. Oh, Glück gehabt. Der hat wirklich Glück gehabt. Wahrscheinlich haben die Judges schon vorher gedrückt irgendwie. Der hat halt echt einen krassen Wackler drin gehabt. Ja. Gucken wir nochmal in der Wiederholung jetzt. Mal durch. Ja. Ja. Ja, da hat er sich zu früh gefreut. Das war eine Grauzone. Aber ey, er hat Grinch bekommen. Jetzt Tobias um 230 Kilo. 20 Kilo gesprungen zum ersten. Und das Lied hat einen monotonen Rhythmus. Ah. Ach, das kennt man ja sogar. Ja. Hier der Jonas fragt gerade nach Rekord in der 93er und 105er. Wenn es nach unserer Rekordliste geht, haben wir beim Heben 302,5 bei den 390ern und 310 ja. bei den 105ern. Dem Flight wahrscheinlich nicht erreichbar. Gucken, was heute Abend noch so geht. Gesagt, oh. Das ist ja der A-Flight. Jetzt geht's aber ab hier. Richtige Throwback-Musik. Da nochmal zum Thema Rekorde. Die haben sich ja irgendwie zusammengesetzt, irgendwie zwischen deutschen Rekorden, Schweizer Rekorden, österreichischen Rekorden, irgendwie sowas. Haben die eine Mischung und der Meldeliste dementsprechend dann irgendwelche Rekorde aufgestellt, die dann passen. Ja, klar, muss halt auch irgendwo erreichbar sein für die Teilnehmer, sonst wäre es ein bisschen fies. Ja, ging gut hoch. Von vorne blau. Oh, wenn man jetzt wüsste, was blau heißt. Weiß das einer von den Zuschauern? Was ist blau? Friedrich. Klärt uns auf. Ey, wenn wir schon Karis hier haben. So, jetzt wieder Jonas. 250 Kilo. Das ist gerade noch der erste Flight beim Kreuzheben. Yes. So, der Jonas ist aktuell auf Platz 2, aber ich glaube auch nur, weil er noch nicht den zweiten Heber drin hat. Ja. Okay. Shit, Jacqueline, komm mal her, was krass. So, 250 bleibt. Für den höchsten Zweitversuch der 390er bis jetzt. Ja, genau, der Jonas führt aktuell das Ganze. Ja. So, Max Mosler. Ich glaube, sein Ziel waren 600, ja. Wenn ich mich nicht irre. Da muss er noch ein bisschen draufpacken. Das ja. Da muss er noch gut draufpacken. Also ist momentan bei 555. Ja. Der damit bei 565. Ja, pass auf, der macht für den dritten dann hier einen 40-Kilo-Sprung. Ey, einfach Hail Mary und gucken, was geht. Bei manchen Leuten hat es geklappt. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Ja, ja, also ich glaube. Der war leider zu schwer. Ja. Aber ey, Ziele hochsetzen. Ja, man muss ja auch irgendwie sich pushen. Man darf dann halt nur nicht zu enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Eben. So, dann kommen wir auch schon zur dritten Runde. So.
Die dritte Runde geht los. Dann sind wir auch bei allen Leuten im 200 Kilo Bereich. 10 Kilo Sprung. Ich glaube, da haben wir gesagt, dass er das macht. Gehe ich auch mal von aus, so wie der Zweite sich bewegt hat. Aber wir werden sehen. Ja, sammelt sich da nochmal gut. Ja, jetzt auf den Job. Komm, 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 komm! Schöner dritter Versuch. Und 2-1 gültig, hat sie! Sehr schön. Eismann. Und der Erste hat den Wettkampf hinter sich gebracht. Rennt direkt zu seiner Freundin. Nice 200 Kilo. Zum nice Abschluss eines Wettkampfs. Und der Nächste, der 200 Kilo versucht. Der Fabian. Guck mal, hat auch eine 200 auf dem Singlet stehen. Der will die. Der weiß, was er will. Hat sein Ziel immer vor Augen. Ich seh nix. Danke. Na komm, schade. Ja, schade, 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 schade. Ich glaube, die waren so ein paar Millimeter über dem Boden. Die haben sich so ein bisschen bewegt. Ja, leider festgestellt. So, neue Frage aus dem Chat. Muss man im Insta-Suit SPD oder ähnlichem antreten? Ja, also BVDK-Regeln gelten hier. Ja, es gibt also ja auch noch, nicht tausend, aber viele andere Marken, die halt auch noch Singlets haben, ne? Von daher. Ja, aber normales T-Shirt wäre nicht erlaubt. Also du musst schon so ein sexy Singlet anziehen. Also klar, T-Shirt brauchst du natürlich unter dem Singlet. Schuhe müssen halt auch Regelwerk entsprechen. Es gibt halt genug Leute, die auch mit Chucks, sag ich mal, halt Deadlift meistens machen. Definiere ich jetzt mal als normale Schuhe. Aber ja, 215 Kilo für Daniel. Nochmal 12,5 Kilo. Ja. Wirklich schnell. Ja, gut. Sieht auch nicht besonders begeistert aus. Damit auf 510 Kilo total. Sehr schön. Ja, der Marvin sagt auch, da können überall noch ein bisschen, auf jeden Fall. Bisschen was drauf. Wir werden gefilmt. Tendenziell eher leicht, so aber wartet. Ja. So, 117,5 für den Samir. Zählt das schon als Versuch? Ja. Also, und ich gehe davon aus, dass er die nicht bekommen wird, weil der Erste, weil er so angelupft hat. Ja, ja, genau, als das was zählt. Ja, das ist immer... Jimpia! Ja, stimmt. 22, ja, schade. Ja, das ist halt echt blöd, da muss man immer aufpassen, was man macht. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, war irgendwie nicht konzentriert genug oder sowas, wer weiß. Schade. 220 Kilogramm. So, Paul, schon bei 500 Kilo total. Jetzt nur noch alles drauf. 220 Kilo für 515 Kilo total. Boah, die sind schwer. Aber hält sie weiter. Alter, das ging so dritte Mal mal wieder so ein bisschen schneller. What? Und er kriegt die. 2-1 gültig. Da waren zwischendrin immer mal so schnelle Etappen. Jetzt mittlerweile ist die Menge auch wieder komplett voll, alle am Stehen. Ja. Die Atmosphäre einfach wieder geil jetzt mal heben. Die Gina klärt uns auf. Blau heißt hier so Abwärtsbewegung bei der Hantel.
So, ein 5-Kilo-Sprung für den Jonas Schneider. Von 2,25 auf 2,30. Let's go. Jonas momentan auf Platz 2 mit 580 Kilo total. Spinny hinten. Voll in die Fresse, Mucke. Ja. War dann Lockout? Ja, 3-0, oh, gültig. Sehr, sehr schön. Das ist ein 10-Kilo-Sprung. Aktuell auf Platz 5. Mann, du rastest auch so aus. Kilo auf der Stange. Wissen wir was über den Fabian? Die sind gut. Sehr gut. Und sind 10 und auch Kilo gültig. Und 10 Kilo über bisherigem PR. Nice. Geile Nummer. So viele PRs heute. So, Manuel Schmidt, 235 Kilo. Kriegt er eine sanfte Schelle? Da war der Betreuer nicht so motiviert. Oh, 15 Kilo Sprung zu seinem Zweitversuch. Von 220 auf 235 Kilo. Das hat schon. Der hat zweimal 15 Kilo Sprünge gemacht. Boah, war schwer von unten, aber der kriegt ihn nach oben. Aber richtig gut. Und 3-0 gültig. Sehr schön. Nice. Hört Manu wahrscheinlich selber. Oh. Manu natürlich sein Coach, von daher feuert er ihn mit Abstand am meisten an, was logisch ist. Ja. Sein Deadlift-PR 200 Kilo. Das wären 42 Kilo PR. Steht er dabei von wann? Nee. Krass. Ah, oh, aua. Hand aufgegangen. Und die. Oh, ja, 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 ja. So wie es. Ja, da ist der Finger aufgerissen, glaube ich. Es war so knapp, er hatte die schon oben. So schade. Ja, aber ey, wenn der Finger aufgeht, das. Das ist eigentlich eklig. Das ist Pain. Sowas, ja, ja, genau. Vor allem, ihm ist die einfach so rausgeflutscht, ja. Und dann lag er da. Er hatte die, schade. Oh. So. Hier zweimal hintereinander 250 Kilo. Als erstes Pino Klatt. Wird ja auch richtig gut gehypt. Wenn die Menge versucht, den Beat zu treffen, bisschen schwierig. Alter. Und komm, ah, der Hit. Oh, ja. Knapp, schade. Schade.
Der nächste mit der Schrift drauf. 250 Kilo auf dem Singlet vorne hingeballt mit Kreide. Ja. Der will die. Der Mosler. Er wollte 600 haben. Ja, stimmt. Ja, die 250 hat er eben nicht geschafft. War schon ein bisschen was weg. Na komm. Er nimmt auch immer wieder seine Kette in den Mund. Hat jeder so sein Ritual. Komm! Na? Oh, Scheiße! Ah, so knapp am Knie hängen geblieben. Ärgerlich. Echt ärgerlich, aber schade. So, und jetzt der letzte Lifter aus diesem Flight. Der 93er. Jonas Jäger mit 260 Kilo. Für glatte 600 Kilo total. Aber das ist doch nice. War das sein Ziel? Wissen wir nicht. Heben ist Leben. Das muss er jetzt zeigen. Also sein Total PR, der DM, sind 550 Kilo. Das werden 50 Kilo Total PR. Gar nicht mal so viel Zeit. Krass. Wird auch noch von drei Frauen angeschrien, also wenn er die nicht jeder macht. Einzelne aus der Menge hier steht. Jeder Einzelne. Für Jonas letzten Versuch. So. Fast. Schade. Ja, hat ja auch die Balance leider verloren. War schade, knapp, schade, knapp, schade. Knapp. So, die 93 Kilo Klasse ist damit durch. Aber es geht jetzt direkt weiter mit der 105er. Jawohl. Da starten wir mit dem Finlay. Vorhin wurde doch wieder nach ihm gefragt mit 180 Kilo. 180 Kilo für den ersten Versuch von Finlay Winter. Ich merke schon, Finlay ist hier einfach der Sieger der Herzen. Ja, ja. Und weiß ich nicht. Da hat er ja auch schon beim Bankdrücken ein sehr spezielles Lied. Hä? Das war doch ganz super easy. Wir sind wieder bei den Openern. Ich wollte schon sagen, was zur Hölle. Hat der fallen lassen? Nee, oder? Ist der, kriegt eine Ansage vom Head Judge, aber trotzdem 3-0 gültig bekommen. Ha. Erhöht um 20 Kilo. War aber auch schnell. Ja, kann man machen. Jetzt haben wir auch wieder 180 Kilo für den Jan. Wird auch von Manu gecoacht. Ja. Ich glaube, der Manu guckt ist nicht halt mal hin. Nee. Juckt den nicht. Es gibt Wichtigeres als seine eigenen Klinge. So, wir erhöhen auf 190 Kilo für Christian Bielsing. Oh, er will heute das erste Mal 200 Kilo beugen. Und was mit heben? Was ist jetzt los? 210 will er heben. Ja, sauber machen oder was? Ja, ja, ich glaube, das Blut an der Stange. Ja, ja. Klassiker. Wahrscheinlich auch die eine oder andere Hand gerade schon aufgerissen ist. Mhm.
Schmidi hat wieder alles im Griff. Natürlich, wer auch sonst. Schmidi kann man sich verlassen. So, 190 Kilogramm. So, Stange ist wieder sauber. Und 190 Kilo. Ja. Auch ein solider Opener. Das nächste ist 197,5 Kilo. Sehr undankbare Zahl. Ich finde es ja auch so gut, dass hier vorhin zweimal der Jonas, hier jetzt der Christian und aber immer direkt hintereinander. Stimmt.105 Kilo für Jonas. Das 230 Kilo ist ein Piano heben. Mal sehen. Okay. Snatch den halt direkt hoch. Streng dich halt nicht an. Jetzt kommen wir zu Manu. 205 Kilo bleibt. Sein PR auch 235 Kilo. Ui. Ansage. Ich bin gespannt, wie er da gleich springen will. Er will auf jeden Fall mindestens 570 Kilo total haben. Da fehlen noch 42,5 Kilo. Kommt vielleicht noch ein bisschen höhere Sprünge, ha? Ja, wäre schon eine Ansage. Schmidti sieht heute wieder fantastisch aus. Ja, sehe ich auch so. Schmidti sieht immer fantastisch aus. Einfach die Spotter-Prinzessin. Monat 15 für den Mario. Unglaublich schnell hoch.
Und trotzdem? Oh, von rechts. Okay, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es Lockout war, weil er, glaube ich, eventuell ein bisschen zu weit vorne mit den Schultern war oder Hüfte halt nicht ganz durch. Eieiei. Kommt zu 22,5 Kilo. 222. 22,5 wäre ein bisschen wenig. Der letzte Opener, der 105er. Ja, war auch easy. Chillig. Bei 590 Kilo total. Er momentan auf Platz 1. Kommt zur zweiten Runde. Der Bass ist wieder böse am dröhnen. Ja, ey. Bei solchen Liedern knallt der aber auch echt rein. Der geht halt einmal durch und durch. So, Finlay ist bereit. Ui. 200 Kilo für Finlay. 20 Kilo Sprung. Geht die Shop! Die Hand auf. Viel gefehlt hat nicht mehr. Ist aufgerissen oder? Hast du dir schon mal die Hand aufgerissen beim Heben? Zu oft. Nee, also nicht so aufgerissen, dass sie mir aus der Hand gefallen ist, aber ich drehe mir meine Hand irgendwie immer auf meinem Oberschenkel auf den letzten Zentimeter auf. Ja. Und dann bleibe ich dann halt irgendwie so dumm vorm Lockout hängen. Das ist immer ungeil. Ja, okay. Du? Ja, aufgerissen noch nie, aber ich habe mir schon öfter die Oberschenkel aufgekratzt. Boah, das fühle ich aber. Das ist auch immer geil. So, entweder mit der Stange oder einfach direkt mit den Fingernägeln rein. Das und danach sieht man einfach aus, als hätte man sonst was gemacht. Boah, ja, da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass ich von rechts irgendwie rumgehen wird. Lockout da irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, ja, Schultern so, weiter zurück. Der Versuch war super easy, ja. Aber einfach ein Stückchen weiter nach hinten gehen, dann hast du das Ding. Ja, ja. Ja, das hat er noch hingekriegt. So, 210. Wieder ein 20 Kilo Jump. Für den Christian. Ja, ja. Entspannt. Alter. Da will ich einen etwas größeren Sprung gleich mal sehen. So. Es wird erhöht auf 212,5 Kilo. Für Marcel Rieger. Danach haben wir halt auch wieder einen 22,5 Kilo Sprung. Ja, 22,5 Kilo Sprung auch schon saftig, vor allem in dem Bereich. Das sind schon wilde Sprünge, die hier heute gebracht werden. Hoffentlich geht das gut. So, 212,5 und ja. Super souverän. Sehr schön. Oh, jetzt wieder der Lehrer. Hat er sich da auch wieder eine Formel aufgestellt? Bisher läuft's gut. Alle gültig bisher. Das interessiert mich jetzt mal wirklich. Ist irgendeiner von seinen Schülern im Chat? Schreibt mal bitte rein, falls ja. Sehr witzig. Wahrscheinlich gucken sie sich nächste Woche irgendwie seine Videos im Unterricht an und müssen dann irgendwas analysieren. Ja, ohne Gürtel. Krass. Das ist schon heftig. Und sie. Ja. Yeah. Wie aus dem Bilderbuch. Hier, der Fischer schreibt, haha, ich bin da. Ich vermute, das ist ein Schüler. Nice, Mann. Das ist Support. Der Wagner mit 4 Runden Schaden auf Seite 225 Kilogramm für Jonas
So, 2,25 Jonas. Für den Jonas. Ha, guck mal, da ist noch ein zweiter Schüler. Da muss man den Lehrer schon gern mögen. Und das als Mathe- und Chemielehrer. Ja. So, vier schöne, cleane, rote Plätze. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, chillig. Ich war wohl 20 Kilo Sprung war. Das war ein Opener. Ich meine, der Jonas coacht sich selbst. Ah, krass. Oder? Lukas. So, Abpass auch noch nicht gehört heute. Und die Menge feiert. So, 237,5 Kilo für Lukas. Immer noch einfach. Bin mal gespannt, wir haben heute noch nicht viele Grinder gehabt. Ja. Zumindest nicht beim Heben. Aber auch insgesamt auf der Bank ein paar. Ja. Beim Beugen vielleicht ein bisschen was, aber sonst eher weniger. Strengt euch mal an. So, so, letzter im zweiten Durchlauf. 240 für den Niklas. Damit über 600 Kilo total. Niklas momentan auf Platz 1. Mal sehen, wie weit er am Ende oben landen wird. Kommt ja noch die A-Gruppe. Bin gespannt. Bin ich auch mal gespannt. Ja, Alter. Chillig. Somit auf 607,5 Kilo total. So, wir kommen zu den letzten Hebeversuchen in der 105er yes. B-Gruppe. Somit auch den letzten Versuch Flights und unserer Kommentatorenschicht. Wer ist nach uns dran? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Maxi und Mike, aber ich guck einmal kurz nach. Mach das. So, der Finlay nochmal mit 200 Kilo. Auf geht's, Finlay. Schon wieder so ein ruhiges Lied. Yes. Ja, 200 gerade gefällt, aber ist die Hand aufgegangen, ne? Ja. Diesmal die 200 für über 500 Kilo total. Mal sehen, wie die diesmal aussehen. Die Hand muss... Ah, easy.
Ja! Sehr jetzt schön. Hat er die. Hat er fallen lassen? Nee, nein! 3-0 gültig! Sehr schön! Glückwunsch dazu, Finley! Nice! 512,5 Kilo total! Ja. 15. Infos für euch heute Abend. Maxi und Mike. Ah, vorhin haben sie doch noch gefragt, wann Pascal kommentiert. Wenn du gerade schon gesagt, dabei Pascal bist. Morgen früh. Sehr gut. Pascal morgen früh mit Manu. Danach der Flight Titus und Thomas Klum. Ich glaube, abends ist man nicht ganz sicher, weil sich ein paar krank gemeldet haben. Aber ja. Okay, 215 für den Jan. Zweiter Versuch gefällt und trotzdem um 10 Kilo erhöht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, an was es lag. Ah, da war der Lockout nicht da. Ja. Lehn dich nach ist er da. Und? Sagt die Jury. 3-0 gültig. Sehr schön. So, Christian geht auf 225 Kilo. 4 rote Plates. Das sind dann nochmal die Ziele, die man erreichen will heute. Oh Mann. Manu heizt die Menge hier immer echt so das geil macht an. Das ist echt gut, also. Ey, es macht so Bock auf diesen Wettkampf hier. Diese ja. Atmosphäre ist einfach nur geil. Jetzt Christian mit 225 Kilo. Und komm. Und er zieht die durch. Ja. Sehr schön. Und er zieht die gültig. Sehr, sehr schön. Ah, scheinbar sind unsere Infos falsch. Der Pascal und der Jona kommentieren wohl gleich. Okay. Also haben die gewechselt. Okay, okay. Gut zu wissen. Danke dafür, Gina. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird ein geiler Flight. So, 225 für den Marcel. Komm. Ja. Und er kriegt die. Sehr schön. Jetzt der Herr Lehrer mit 235. Neuer persönlicher Bestleistungsversuch für Chris Grünemann. Paramore! Let's go! Auf geht's! Komm! Ja! Ohne Gürtel, richtig cool. So nice. Schöner Grinder, der war 13 Uhr gültig. Da schreiben geil. Die Schüler schon, bester Lehrer. Bester Lehrer. Nice. So, 240 für den Jonas. Momentan auf 555 Kilo total. Wer damit bei 75. 230 waren sein Ziel. 10 Kilo drüber, Ansage. Muss er jetzt auch machen. Ja, gut. Das war kein Drittversuch, ich oder? Ich glaube, dass die Hand ein bisschen aufgegangen. Kriegst du die? Aber er kriegt sie. Sehr gut. Jetzt kommt der Manu mit 240. Bleibt. Jetzt kommt man langsam. Bring me the horizon. Woo. Aber die 570 schafft er damit nicht. Schade. Aber wahrscheinlich vernünftiger so. Ja. Ja, es wird nochmal eine Pause wahrscheinlich geben, oder? Genau,
wurde vorhin gesagt, normalerweise soll es ja 17 Uhr losgehen, fängt allerdings um 18 Uhr an. Das heißt, ihr habt gleich höchstwahrscheinlich 40 Minuten ungefähr Zeit, schätze ich mal. Ja, kommt hin. Irgendwie sowas. Und sie... Ja, bleibt schade, leider am Boden kleben. Schade. Ja, der Sprung war ein bisschen groß, aber trotzdem ein schöner Wettkampf. Ja. So, drittletzter Heber, der B-Flight, des B-Flights, der 105er, 250 Kilo. Niklas. Führt momentan 607,5 Kilo total. Wäre damit bei 617. Ja, bei 235 bisher. Die roten und weißen Punkte sagen, ob der Versuch nach den Kampfrichtern gültig war oder nicht. Rot bedeutet ungültig, weiß bedeutet gültig. Die Überzahl gewinnt, sagen wir es mal so. Genau. Komm. Ja. Oh. 3-0. Sehr schön. Und wir kommen zum vorletzten Heber, der Mario Charis. Genau, immer drei, da es drei Karis gibt. Einer vorne und zwei jeweils an der Seite. Genau. So, vorletzter Heber, Mario Charis. Wird auch nochmal sauber gemacht. Ja, so wie es sich gehört. So muss das. So, auf geht's, Mario. Kilo-Sprung für 600 glatte Kilo total. Die will der unbedingt haben. Hat er auch die 600 auf Singlet stehen. Komm. Ey. Okay. Der sah gut aus, ich weiß es nicht. Er kriegt die 3-0 gültig. Also da hat er Glück gehabt. Mit das hat er. Da hat die ein bisschen hingeworfen. Aber die sind drin. Sehr schön. Ja, so. Wenn man die Emotionen nicht so im Griff hat, dann muss man... Ey, aber den Hype braucht man manchmal ja. Auch. So, und sowas und runterwerfen macht auch Spaß. So, und jetzt der letzte Hebeversuch dieses Slides. Sie waren auf dem Boden und dann hat er sie halt erst losgelassen. Okay. Lukas Prost als letztes. Aktuell das Total von 570. Ja, damit bei 587,5. Genau. Auf geht's. Ich glaube, er muss wieder gucken, dass er nach dem Lockout schafft, ne? Ja. So, der letzte Hebeversuch. Lukas. Auf geht's. Komm. Ja. Schöner letzter Heber. Und 3-0 gültig. Sehr, sehr schön. Damit noch einen Platz nach oben gerutscht. Auch. So, und das war's dann auch schon. So, das war nur noch. Genau, 18 Uhr geht's weiter. Der Nikolai und ich verabschieden uns dann jetzt auch von euch. Ganz genau, es war ein geiler Stream, es hat echt Bock gemacht zu kommentieren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Bock da zu Hause. Schau, ich denke jetzt alle so, endlich sind die weg. Wie gesagt, dann? Pascal und Jona, wo ich gerade mitgehört. Genau. Es wird ein geil Primetime. 93er und 105er. Die starken Jungs. Da geht safe nochmal was. Ich muss gleich noch betreuen in der 93er. Das heißt, für mich geht es gleich direkt weiter. Viel Erfolg. Danke dir. Okay. Und damit würde ich sagen, schalte um 18 Uhr weiter ein. Genau. Viel Spaß noch. Und tschüss. Tschüssi.